Schärft die Krallen und Katanas. Heute werden Meinungen gespalten wie Körper in einem neuen Superheldenfilm. Herzlich willkommen zu Kino Plus. Und damit sanfte Grüße da draußen an alle, die jetzt hier gerade eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute mit einem Mann, der schon ewig lange nicht mehr da war. Ja, und der endlich mal wieder seinen Weg gefunden hat. Er musste über Taylor Swift gehen, dieser Weg. Nein, aber so war's nicht. So war's nicht. Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben ihn endlich mal wieder hier sitzen. Oh, und es ist mir eine riesengroße Freude, ein inneres Blumenpflücken. Dominik Porschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich war tatsächlich gestern noch zufällig bei Taylor Swift. Das erste war, ich habe dir zugesagt. Dann habe ich Termine in Hamburg gemacht, dass ich noch ein bisschen arbeiten konnte. Und war dann, hatte gestern Abend nichts vor und habe auch ein Ticket bekommen. Was hast du bezahlt, wenn ich also was ist nee, so? Du musst jetzt nicht die Zahl sagen, nee, sondern regulär. Ich hab sogar 30 Euro weniger bezahlt, weil da ist so eine kleine arme Maus, ist offensichtlich krank geworden und konnte nicht hingehen. Habe ich halt bei eBay noch kurz geschrieben und habe halt das Ticket noch bekommen. Also ist auch risky eigentlich. Ja. Letzten Drücker Online-Ticket. Aber dadurch, dass das bei einem Swifty. Einmal das, oh, auch schönes Wortspiel. Nee, und du hast ja also trotzdem Käuferschutz und dadurch, dass es ja ein Digital-Ticket ist, was sofort in dein Ding, in der App rübergeht. Also, das war schon alles fein. Nee, war sehr schön. Und weil du es gerade schon gesagt hast, entweder kam die Bahn dazwischen, das hatten wir schon. Hey, ich komme nicht mehr nach Hause. Die Strecke Hamburg-Köln ist halt wirklich ein Albtraum geworden. Absolut. Also, es ist einfach ein absoluter Albtraum. Dann war ganz oft Arbeit oder terminlich. Es gab immer wieder Gründe, aber es gab nie den Grund, dass ich nicht kommen wollte. So, das mit Ausrufezeichen. Also, damit ihr das mal hört da draußen, ja. Damit ihr das wirklich mal hört, es liegt nicht immer an uns, dass wir die Leute nicht einladen. Ist nicht immer dann. Wir laden die Leute ein. Ich würde sogar sagen, es liegt nie an dir. Und ich habe es dir eben gerade schon gesagt, als ich reingekommen bin. Das Schönste daran ist, dass du, es wird jetzt direkt pathetisch, ne? Aber du hast nie aufgegeben. Du hast immer wieder gefragt und mir tat es dann selber mal so leid. Oder teilweise dann auch eine Nachricht, wo ich gerade auf einer Veranstaltung, ich melde mich morgen und dann 4 Tage später, fuck, du wolltest dich noch bei Daniel melden. Ja, entweder kam dann schon der Reminder oder ich habe es dann mal geschafft, Termine zu schicken. Ich freue mich auf jeden Fall riesig hier zu sein. Ich bin das erste Mal in diesem neuen Studio, was wahrscheinlich auch schon 7 Jahre alt ist. Nein, das ist tatsächlich erst ein halbes Jahr alt. Das ist wirklich relativ frisch. So, es gibt noch den einen oder anderen Kritikpunkt, aber so langsam haben sich, glaube ich. Ich finde, es gibt hier keine Kritik. Ey, als Kölner, das ist alles wunderbar. Als hier. Kölner hier ein Bütchen drin, Hammer. Süße Tüte mache ich mir in der Pause. Siehst du. Ja, und Andi ist natürlich auch dabei. Ich wollte ihn jetzt nicht unterschlagen. Es tut mir leid, Andi. Schön, dass du auch wieder mit am Start bist. Ja, und wir wollen natürlich heute. Ich hätte jetzt auch noch irgendwie sagen können, ich bin fast wie Ryan Reynolds, der nie aufgegeben hat, an Deadpool zu glauben. Aber gut, das ist ein guter Vergleich, ja. Wollen wir jetzt hier nicht wirklich strapazieren. Nur, dass weniger blutig wird. Ja. Hoffe ich. Aber ich will natürlich nicht unterschlagen. Wir haben beim letzten Mal versucht, mit einer Einstiegsfrage irgendwie das Ganze hier zu beginnen. Das mussten wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen auf Temperatur gelabert. Mhm. Aber ich will natürlich trotzdem von euch wissen, was ihr zuletzt gesehen habt. Und trotzdem habe ich eine Frage an euch danach. Aber Dominik, sag doch mal, was hast du als letztes gesehen? Beetlejuice, den ersten. Beziehungsweise, ich habe noch was anderes gesehen, worum man nicht drüber sprechen darf, aber Beetlejuice, den ersten. Und könnte er mit dem ersten Beetlejuice zu tun haben? Ja. Vielleicht, wer weiß das schon. Auf jeden Fall war ich fasziniert. Ich finde es immer wieder toll, wenn man Filme seit langer Zeit nicht gesehen hat, wenn man sie ganz anders in Erinnerung hat, obwohl man fest davon überzeugt ist, man weiß doch alles noch. Alleine die visuelle Sprache, alles, was passiert. Und ich war wieder sehr fasziniert davon, wie schnell in den 80ern man auf den Punkt gekommen ist, dass nach wenigen Minuten ist eigentlich schon klar, Gina Davis, Alec Baldwin sind tot. Sie wollen die Leute da aus ihrem Haus bekommen, weil sie das ja alles noch gar nicht so verstanden haben und brauchen dafür Beetlejuice, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Das ist die Geschichte. Die kannst du in 3 Sätzen zusammenfassen. Man versteht sofort, man hat sofort die Motivation dahinter, man ist sofort an den Figuren dran
und habe auch wieder festgestellt, wie wenig Beetlejuice, wie wenig der in diesem Film vorkommt. Eigentlich ja. Also ich glaube ab Minute 40 ist sogar das erste Mal, dass er redet. Und also der hat echt daran, also ich müsste mal, man müsste echt mal die Zeit stoppen. Der ist echt wenig in diesem Film. In meiner Wahrnehmung, ich habe den mindestens 25 Jahre. Ist der ständig da? Ne? Ist das der Film, wo in der er der Hauptdarsteller ist und quasi ständig auftaucht und die Leute nervt? Und das ist eigentlich das Verrückte. Eigentlich sind alle anderen haben mehr Screentime. Als er, natürlich ist er die Figur und es macht auch tierisch viel Spaß und auch zu sehen, wie sie diese Stop-Motion-Effekte und natürlich ist das auch bei Filmen, die knapp über 30 Jahre alt sind, dass man immer mal wieder schmunzeln muss und gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, Dominik, du Arschloch, warum schmunzelst du jetzt eigentlich darüber? Weil du jetzt siehst, wie sie es gemacht haben. Du siehst jedes Jahr immer noch Filme, wo sie Millionenbudget haben und wir machen alles gerne mit Computer, wo du siehst, dass es nicht echt ist. Also es ist auch in Ordnung, dass du es da siehst. Ganz viele geile Gags, total liebevoll, immer wieder zwischendurch. Oder sitzt da so, puh, das war eigentlich schon für so einen kurzen Moment schon so irgendwie krass. Keine 90 Minuten lang, alles erzählt. Ist tatsächlich, tatsächlich ist der 92 Minuten lang. Okay, mit Abspann. Der gehört nämlich mit zu dieser Ideallänge, 92 Minuten. Das hatten wir beim letzten Mal tatsächlich, als wir über diese 92-Minuten-Filme geredet haben, da wurde Beetlejuice nicht wirklich genannt. Ich wollte gerade sagen, ich war dabei und ich erinnere das nicht. Ja, ja, aber der gehört mit eigentlich. Ich glaube, ich komme auf die 85 oder 86, weil, ja, als ich jetzt nochmal geguckt habe, ich jetzt nicht, wie man das im Kino macht, nochmal den Abspann genossen habe, sondern festgestellt habe, krass, 85 Minuten. Aber der Film hat doch eine After-Credit-Scene auch, oder? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir den jetzt möglicherweise zur Vorbereitung, um nochmal ins Thema reinzukommen, angeguckt und habe die After-Credit-Szene nicht. Ja, ich meine, er hat nämlich eine After-Credit-Szene, wo er im Wartezimmer sitzt und sich so und dann sitzt der Schrumpfkopf neben ihm. Ach so, das passiert aber quasi, okay, das habe ich noch gesehen, das passiert nicht ganz am Ende oder sie haben es jetzt vorgeschnitten, okay. Wo er auch seinen Kopf schrumpft. Genau, wo auch sein Kopf schrumpft. Nein, das ist quasi. Ja, oder vielleicht nach 3, 4 Credits. Aber es ist keine, also nicht nach dem Abspann oder so, sondern die kommt aber relativ. Ich meine, zügig. Noch in Erinnerung zu haben, dass die auf jeden Fall die schon kommen. Im Abspann irgendwie, im ersten Abspann kommt. Nee, ja. Und schöner Film, macht total viel Spaß, super kreativ und freue mich auf Teil 2. Ich bin Don Senilo, der geile Vater. Großartige Szene. Andi. Ich habe gestern gesehen, dass jetzt gerade ein Remake gedreht wird von einem dänischen Film, den ich noch nicht kannte. Nur vom Titel her. Speak No Evil von 2022. Ja. Das neu für Film. Ich dachte, der wird neu verdreht? Okay, ich bin ja immer neugierig zu sehen, was nimmt man? Oder gerade in der Neuzeit, wo die Filme eigentlich visuell überall auf der Welt auf höchstem Level sind, wo es eigentlich kein Argument gibt zu sagen, okay, das drehen wir jetzt noch mal nach. Nach zwei Jahren, ne? Das macht nach zwei Jahren jetzt fast überhaupt keinen Sinn. Aber sie wollten den neu drehen und ich dachte mir, mal gucken, wie der alte so ist. Drauf stand Horrorfilm. Ich so, das ist bestimmt kein Horrorfilm, das ist bestimmt ein Thriller. Den nennen sie Horrorfilm, weil das macht man heutzutage so. Und Familie lernt im Urlaub in Italien eine andere Familie kennen, die sich ein bisschen bei den Einschleimen ein bisschen komisch sind, aber nicht unsympathisch. Und als die Familie dann zu Hause in Dänemark ist, melden sich die Holländer, das sind Holländer dann und sagen, hey, kommt doch mal vorbei und so hier. Haben erzählt, dass sie irgendwie bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten und so. Und die fanden die ein bisschen komisch, aber der Mann ist, dem ist eh so ein bisschen langweilig, dem dänischen Ehemann. Und denkt da, ja komm, wir fahren da mal hin, ein bisschen was erleben und so. Die haben auch erzählt, die haben ein total schönes Haus im wunderschönen Hinterland von Holland und so. Und dann fahren sie da hin. Soll schief gehen, man kann ja mal vorbei. Dann fahren sie da hin und dann ist da plötzlich so ein komisches Haus. So. Überhaupt nicht das, was sie gedacht haben. Und dann ist es so über bestimmt die weit über die Hälfte des Films eher so Psycho-Thriller. Ich hätte eher gesagt, sehr, sehr schwarze Satire. Ich habe in meinen Notizen Satire-Fragezeichen geschrieben. Ja. Weil ich auch dachte, irgendwie ist das Satire. Weil ich konnte darüber ein bisschen mich beömmeln, weil der Vater so unglaublich doof ist und so. Die sind alle so schüchtern, das ist alles so ein bisschen spießig, ne? Und dann hast du so einen lauten Typen, ey, das machen wir, ne? Ja, ja gut, okay, so läuft das so ein bisschen. Und dann ich dachte mir die ganze Zeit, ja, wohin soll dann die Reise gehen? Aber dass es dann so hart und so fies am Ende wird, hätte ich echt nicht gedacht. Also, guter Film. Echt guter Film. Hat mich sehr, sehr überrascht. Und ich dachte, dass ich bei Beetlejuice nicht noch den Film zusammengefasst habe. Ich wollte es auch nur. Alles gut. Und ich kann nur sagen, hast du ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Aber am Ende wurde es nochmal richtig, also wurde es krasser, als du dachtest. Erheblich krasser. Also der ist so düster, dass ich teilweise dachte, bin ich hier gerade in Funny Games oder was?
Also im Original, das war so meine Assoziation. Aber es ist echt ein guter Film und ich kannte den nicht und ich kann nur sagen, wer den nicht kennt und Bock auf so Psychothriller mit sehr harten Elementen hat und der vielleicht auch oder die vielleicht auch Funny Games ganz interessant fand von der Machart her. Wird im damit September happy kommt sein. Dann der neue, ne? 19. Im September schon? Ja, mit James McAvoy, ne? James McAvoy, ja. Den sehe ich nächste Woche. Nächste Woche siehst du den? Ja. Ach nee. Ja. Hier? Oder nur du? Nee, also hier in Hamburg und es gibt eine Pressevorführung. Aber bei, also hier eine reguläre Pressevorführung oder für dich eingeladen? Nee. Es gibt eine reguläre Pressevorführung. Es gibt ja reguläre Pressevorführung und Schröckerts PV. Ja, manchmal fährt er jetzt zu Warner oder so. Ja, ich kenne ich. Aber nee, das ist aber auch nur in den ganz seltenen Fällen. Aber ja, ich habe nach wie vor meine Probleme mit dem Film. Also der ist nicht rund. Der hat so ein paar, der weiß manchmal nicht, was er will. Und das ist, die gehen auch so eine ähnliche Route. Du hast ihn gesehen, ne? Mm-mm. Ach so, die gehen auch so eine ähnliche Route wie There Will Be Blood. Du hast am Anfang diese wunderschöne Naturaufnahme, du hast die absolute Horrormusik darüber. Und so machen sie es in dem Film auch am Anfang. Urlaub, schöne Bilder und dann hast du. Und ich dachte, na, ob das wohl wirkt, ob das wohl funktioniert. Aber, und es ist, die Story ist nicht ganz logisch. Also es ist nicht hundertprozentig nachvollziehbar, was da jetzt wirklich passiert oder ob das irgendwie glaubwürdig ist, ist auch eine andere, steht auch auf einem anderen Blatt. Aber am Ende dachte ich schon so, wenn das jetzt nicht schon so spät wäre und ich eine Sportzigarette nicht geraucht hätte, dann würde ich das wahrscheinlich nicht ertragen. Und vor allem, ich habe keine Kinder. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann da schmunzeln drüber. Immer so, noch fieser und noch unangenehmer. Aber ich würde wahrscheinlich nicht darüber schmunzeln, wenn ich Kinder hätte. Mhm. Weil das ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Und genau da scheitert er meiner Ansicht nach ein bisschen. Ja, das ist vielleicht die Logik, die du ansprichst. Ja. Also es gibt da ein, zwei Logik, Szenen. Ja. Es gibt da ein, zwei Szenen, die fand ich halt als, aber wirklich, ich verstehe sie aus filmischer Sicht, ich verstehe sie aus unterhaltungstechnischer Sicht, als Elternteil absolut unverständlich. Ey, wirklich absolut ich weiß genau, was du meinst. Und da, ich im will Sinne jetzt, von, wie Kinder agieren? Nein. Was, naja, die Eltern, also was zum die einen, tun, oder? Zum wie einen, wie Kinder agieren, aber zum anderen, wie die Eltern sich verhalten. Mhm. Ja, und das ist, also tut mir leid. Ey, ich will mich jetzt hier nicht zum Helden stilisieren oder sonst irgendwas. Ich hätte genauso Todesangst wie alle anderen auch. Ja. Aber es gibt da vorher schon ein, zwei Entscheidungen, wo ich mir denke, nee, das ist ein bisschen gebogen, damit der Film so verläuft und funktioniert, wie er funktioniert. Also ich glaube, ich habe hier dreimal geschrieben, endlich weg da. Warum hauen sie jetzt nicht endlich ab? Verdammt doch mal. Oder, oh, jetzt sind sie weg. Ey, jetzt dreht doch bitte nicht um. Oh, sie drehen um. Ja, das ist halt so, das sind halt solche Sachen, wo ich halt denke, nee, das ist okay, ich verstehe, warum das für den Film gut ist, aber nicht. Und gleichzeitig kann man sich ja grundsätzlich immer die Frage stellen, findet man nicht einen anderen Weg, dass es zumindest sich etwas runder anfühlt, dass es einen Grund gibt, warum man wirklich zurück muss oder warum man nicht geht, aber nicht einfach den Cast oder die Figuren so darstellen. Ich sag jetzt nicht, was das Argument fürs Umdrehen ist, aber Daniel, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, habe ich fast geschrien vor der Glotze. Ja. Aber trotzdem, weil das alles so negativ ist und so unglaublich bedrückend ist, oh nein, es wird noch schlimmer, es geht noch weiter. So kennt man ja aus so anderen Filmen, wo man denkt, oh, endlich. Endlich ist Ruhe und dann plötzlich, oh nee, es wird alles noch schlimmer. Aber ganz interessanter Film, finde ich. Ja. Gut. Deine Frage. Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich habe zuletzt Der unsichtbare Dritte mal wieder gesehen. Oh. Und ich muss ja echt sagen, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Also wirklich schon ewig nicht mehr. Aber es gab so gewisse Schlüsselmomente natürlich, an die konnte ich mich nur erinnern. Tatsächlich sogar an eben die Situation, wenn Cary Grant im Restaurant sitzt, mit irgendwelchen Kollegen spricht und dann halt nach einem Stift oder einem Zettel oder sonst irgendwas sich meldet und den Ober bittet, ihnen das zu bringen und daraufhin mit einem Mann namens George Kaplan verwechselt wird und plötzlich in so einer Agentengeschichte drin ist. Ich muss echt sagen, der Film geht über 2 Stunden. Ich find's echt erstaunlich, wie Hitchcock mit so vielen Szenen, die man heutzutage als viel zu lang oder viel zu unnötig in einem Film empfinden würde, wie der damit durchkommt. Ja, also, und da nur die berühmte Flugzeugsequenz, ne, wenn er da an dieser, verstehe ich auch nicht, warum er da hinfährt, aber gut, wenn er da an dieser komischen Landstraße ist, und dann sieht man schon echt, keine Ahnung, vielleicht 40 Sekunden lang, wie der Bus aus der Ferne angefahren kommt, in dem Cary Grant sitzt,
und dann aussteigt, um da an dieser Kreuzung oder Straße halt auf irgendjemanden zu warten, von dem er glaubt, dass er kommt. Das ist so eine geniale Szene. Ey, das ist so geil. Vor allem das Flugzeug siehst du ja die ganze Zeit im Hintergrund. Genau. Das siehst du ja die ganze Zeit schon rum. Das fliegt dann vorher schon zweimal rum, dann kommen da mehrere Autos vorher gefahren, dann kommt noch dieses eine Auto hinter dem Maisfeld hervorgefahren und du denkst so. Ja, und was auch toll ist, dieser Typ, der da steht. Der Typ, der. Und er geht hin, denkt so, hallo, hallo, und dann kommt der Bus und er steigt ein, der Typ haut ab und er ist, okay, war wohl der falsche, dann steht er da wieder. Was bei mir so ewig ist. Das ist auch spannend an dem Film, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, als sie den damals gedreht haben, haben die sich gedacht, ah, das Highlight ist natürlich Mount Rushmore, ja. Das Finale. Und das ist auch etwas, was total beeindruckend ist, was eigentlich etwas ist, was Action-Thriller-Filme gerne in den 30, 40 Jahren danach immer gerne gemacht haben. Tolles Action-Set-Piece, so, ne? Aber für mich und für, glaube ich, alle anderen ist das, was hängen bleibt, ist die Szene mit dem Flugzeug. Weil die so intensiv ist, weil die sich so viel Zeit lassen. Weil die so geil aufgebaut ist. Ganz, genau, und weil du bist ja immer im Kopf von ihm. Von Cary Grant, ja. Und du weißt ja nicht, was los ist. Ja. Und dann stehst du da und da kommt ein Bus. Und ich so, oh, jetzt wird spannend. Und fährt der Bus vorbei. Oh, nee, doch nicht. Und dann wartet er wieder und dann kommt das nächste Auto. Und das Flugzeug fliegt und fliegt und fliegt. Und irgendwann ganz langsam, so fährt es langsam auf ihn zu. Ja, und der Typ, der in den Bus einsteigt, der sagt ja noch, ach, komisch, dass der da sein Zeug verstreut. Weil da ist der mit dem Hut, ne? Ja, genau. Ja. Da sind die Felder ja schon gemäht. So, ja. Ach, nee, das hab ich ganz vergessen. Das sagt er doch, Ey, und das ist so gut. Und Hitchcock schafft es mindestens zwei, drei solcher Momente. Da gibt es ja noch diese Szene in der Auktion, wo er irgendwie dann Angst davor hat, dass der Schläger von James Mason, dass er ihn da abfängt, ja, und er kann auch nicht vorne durch diese Auktionsvorhänge, weil da steht Martin Landau und wartet auf ihn so. Und er dann versucht. Direkt, du hast es schon wieder direkt geschafft, das ist immer so schön. Ich gucke ihn nachher noch auf der Fahrt. Ich hab jetzt auch schon wieder Bock. Ey, wirklich, ich muss auch sagen, es ist ein alter Film und natürlich verhalten sich die Leute halt natürlich ihrer Zeit entsprechend und manchmal werden auch Sachen einfach nicht so ausgesprochen, wo man sich fragt, sag's doch einfach, ja, oder irgendwie sowas so. Also Cary Grant könnte auch deutlicher Klartext sprechen, aber er macht's ja nicht. Er versucht ja immer noch irgendwie so ein bisschen witty irgendwie. Das ist aber auch, er ist halt nicht dieser selbstsichere Typ, der da steht und sagt, was ist hier los, was soll das, ne? Er ist auch ein bisschen schüchtern oder unsicher. Ja, das, aber das er hilft. Trotzdem hat er immer wieder noch mal große Schnauze. Sowohl vor Mason und Landau als auch eben bei den Bullen. So, er sagt, ja, ich gratuliere euch, Officer. Ihr habt hier den meistgesuchtesten Mann Amerikas jetzt gefangen und so weiter und so fort. Ja. Von wann ist er? 54? Oh, muss ich gucken. Weißt du das? Auswendig weiß ich nicht. Aber ich noch, also wirklich, der wird wirklich noch so wie aus einer anderen Welt. Ne? Es gibt so Filme ab einem gewissen Zeitalter, ja. Ich weiß nicht, Mitte, Ende 50er, Anfang 60er, auf einmal merkst du, das ist ein Film, wie wir das heute kennen. Ja, so zumindest, oder so, wie man auch groß geworden ist, dass man irgendwie so vom Aufbau, ja, ja. Genau, oder auch wie die reden, ja. Und wie die aussehen natürlich auch und kein Intercontinental-Accent oder wie heißt das? Transatlantic-Accent. Dass sie alle so reden, als wären sie in einer anderen Welt. Ne? Das hilft natürlich auch nicht, das macht es dann auch noch fremder. Aber von wann? 59. Dennoch finde ich es auch trotzdem noch faszinierend. Ja, ein Beetlejuice ist irgendwie so aufgebaut, also als Beispiel aus den 80ern, wie heute Filme sind, aber eben auf der anderen Seite auch wieder gar nicht, weil bei wie vielen Filmen sitzt man jetzt immer noch nach 20 Minuten und denkt sich, also ist schon cool, was ich hier gerade sehe, aber ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, worum es eigentlich genau. geht. Setup ist immer, ich finde Setup schön, wenn das echt zu so 10 Minuten ja, und das, sind. Ja, das kann ich, das muss ja noch nicht mal bedeuten, dass da nicht noch mehr dazukommt, aber dass du wenigstens nach einer Viertelstunde schon einen groben Plan hast, was will dieser Film oder wo soll die Reise halbwegs hin. Und das fand ich jetzt bei dir einfach wieder so faszinierend, dass nach 5 Minuten, das waren 4, 5 Szenen, und es gab aber auch keine Frage, die ich hatte, weil alles andere drumherum, ich wusste, dass sie keine Kinder haben, dass es offensichtlich ein Thema ist, dass sie keine Kinder haben, weil ja dieser Spruch, das Haus ist für euch ja so groß, dass sie da so darauf reagiert. Das heißt, ich wusste, dass das ein Thema ist, ich wusste, dass die aber irgendwie ein cooles Paar sind. Das ging so schnell und ich hab nichts vermisst und das finde ich eigentlich ganz schön. Das hat man wirklich selten. Heute, also ich habe das Gefühl, man hat es fast gar nicht. Also ja, es sei denn, man will, dass man verwirrt ist, ne? Ja. Dass wie halt eben bei der unsichtbare Dritte, ja. Ne? Also genau, man hat ja auch nicht sofort alle Klarheiten. Ich finde das so toll, ganz ehrlich. Ich weiß, das ist schwierig gerade für euch, aber ich tue das jetzt seit bestimmt 2 Jahren, dass ich mir maximal von einem Film, der mich interessiert, einen Teaser angucke. Und wenn mich der anspricht, denke ich, geil, jetzt lass mich voll überraschen. Was wieder extrem gut bei Deadpool, über den wir nachher noch sprechen, funktioniert hat. Ach so. Dass ich wirklich dachte, so, mich hat das alles überrascht, was da an Leuten auftaucht und was alles abgeholt wird. Aber ich muss sagen,
da trifft dann Dominik den Kern, beziehungsweise das wäre auch noch so eine schöne Überleitung, weil ich bei dem Film... Ich habe keinen Schimmer, worum es in diesem Film geht. Bei dem Film weiß man halt echt wirklich sehr lange nicht, worum es geht. Aber ich könnte dir die Story jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, rekapitulieren. Ja, aber so bevor wir auf die Story eingehen, einmal eine Frage an euch beide und beziehungsweise was ihr auch denkt, wie es allgemein so ist. Weil ich habe jetzt auch im Zuge von Deadpool und Wolverine, der jetzt gestern gestartet ist, mehrfach gelesen, dass Leute sagen, den gucke ich mir noch an. Und dann war es das für mich mit Marvel. Und jetzt ist meine Frage, nachdem jetzt aber auch so Sachen, ne, das alte DC-Universum ist, sag ich mal, auch eher sang- und klanglos zu Ende gegangen. Ich glaube, Aquaman 2 war noch überraschend besser, als man es erwartet hat. Die haben aufgegeben jetzt? Aber naja, also die fangen neu an, ne? Fangen neu an. Ach so, mit genau, James Gunn. Ja, alles klar. So, aber besitzen wir oder existiert wirklich jetzt das, wovon wir schon mal vor Jahren schon mal irgendwie immer wieder gesprochen haben? Haben wir jetzt gerade wirklich eine Marvel-Müdigkeit? Oder haben wir eine Superhelden-Müdigkeit? Beides. Findest du beides? Ja. Und wir haben ein Qualitätsproblem. Ich glaube nämlich, also auf der einen Seite, ich glaube, da haben wir schon auch vor Jahren drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, was soll jetzt nach? Also im Marvel-Universum nach Infinity War und Endgame. Was soll eigentlich noch mehr passieren, als jetzt ist wirklich alles vorbei, sämtliche Charakter tot? Da ging es natürlich dann bei Endgame eigentlich auch schon in die Richtung, was wir jetzt mit den Multiversen das Problem schon haben, dass es keine Konsequenzen gibt. Mhm. Weil der emotionale Punch, den du in Infinity War bekommen hast, der war ja dann durch Endgame wieder gar nicht so schlimm, Leute. Gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm, ja. Aber das ist natürlich schon die Fallhöhe nicht mehr da. Was willst du jetzt eigentlich noch erzählen, nachdem du das alles so aufgebaut hast. Dazu kommt aber auch, ich glaube, vielleicht wären sie nicht mehr so krass erfolgreich gewesen, es waren aber wirklich einfach ganz viele Graupen dabei, wo du dachtest, boah, das ist jetzt echt kein guter Film. Und natürlich gab es auch vorher schon Filme, bei denen man auch da jetzt rückblickend sagen kann, das waren jetzt alles keine Meisterwerke, aber die haben irgendwie funktioniert. Ich glaube, das ist so ein Mix. Du hast jetzt irgendwie so viel gesehen und die Filme sind nicht mehr so doll. Und wenn du so viel gesehen hast und hast jetzt 5-mal 15 Euro fürs Kino ausgegeben und gehst jedes Mal nach Hause und denkst dir, ach, weiß nicht. Oder 2 Monate später kannst du es schon auf dem Streamer zu Hause gucken. Ich glaube, das sind so viele verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass man dafür kein Geld mehr ausgibt. Ich glaube, es ist so ein Puzzle. Naja gut, aber es gibt ja auch noch immer noch ein paar Gegenbeispiele aus dem modernen, Comic-Kino. Mhm. Ne? Also wir hatten mit Joker einen Film, der aus dem Nichts kam und dann plötzlich 1 Milliarde eingespielt hat mit seinen 70 Millionen Dollar. Ne? Gut, das war aber, wann war das? Das war 2019, ne? Das war sogar noch vor Endgame, streng genommen. Also war eigentlich noch im Peak der Zeit und aber war natürlich eine Antithese auch zum klassischen Marvel-Film. Wir hatten auch The Batman, ja? Ja. Ungewöhnlich, 3 Stunden lang, düster, ja, Depri und alles. Ich würde sagen, das ging alles mit Logan los, oder? Oder, ja. Dass das akzeptiert wird, dass man eine Erwachsenere, noch Erwachsenere genau, hat. Genau, aber halt ein 3-Stunden-Film schafft es dann auch nochmal, glaube ich, mit 750 Millionen Dollar. So, der war aber auch, also zumindest können wir doch wahrscheinlich darauf einigen, objektiv im Sinne von, weil jeder hat ja so seine eigene Sicht, ein ziemlich gut gemachter Film. Ob man den jetzt richtig gut fand, ob man ihn zu lang findet oder so, aber ich würde jetzt zumindest mal behaupten, dass ein gesamter Tenor durchaus da ist. Das ist ein gut gemachter Film. Der hat auf jeden Fall eine Geschichte, ob man das jetzt mag oder nicht, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt, aber ich kann mir vorstellen, dass hier bei vielen der Filme, die gefloppt sind, eher auch der Tenor aus meiner Sicht aus verständlichen Gründen durchaus auch ist, das ist jetzt eigentlich die Geschichte oder es ist immer exakt das Gleiche, es ist immer der gleiche Style. Und The Batman hatte natürlich, alleine der Style war ja schon wild. Also diese Szene mit dem, alleine wie er da durchs Feuer fährt, wo du da im IMAX sitzt oder allgemein im Kino. Allein das Intro, dass du da 2 Minuten nur diese POV-Zoom-Kameras, die dieses Haus durch das Fenster, dieses Wohnzimmer abfilmen. Ich dachte, oh, das macht von Anfang an klar, okay, das ist ein bisschen eine seriösere, erwachsenere Art und Weise. Und ich denke immer, so der Otto-Normal-Mensch, der ins Kino geht, der jetzt vielleicht, ne, wie wir und wahrscheinlich auch ganz viele von eurem Publikum, die natürlich voll in der Bubble irgendwie immer drin sind, aber ich denke mir immer, okay, ich nenne sie meistens immer Gudrun aus Euskirchen, das ist jetzt vielleicht für Batman schwierig, aber einfach so dieser Otto, nennen wir ihn Peter aus Bad Salzuflen. So, Peter, der geht eigentlich mal gerne ab und an mal ins Kino und guckt irgendwie weit, aber auch einige Mal in Marvel-Filmen dachte sich so, der Herbert ist ein größerer Fan, geht aber schon immer am Mittwoch, er schafft es immer mit seiner Frau oder mit seinem Kumpel frühestens am Samstag.
die treffen sich am Donnerstag auf ein Bierchen oder bei der Arbeit waren, wie war's? Und er sagt, ja, war jetzt genauso wie die letzten Male. Denkt sich doch Peter auch, ja, ach, ganz ehrlich, dann kann ich jetzt auch zu Hause bleiben. Also einfach so ganz simpel, ich weiß, das ist jetzt ein sehr bildliches, aber ein ganz, ganz simples Beispiel, weil wenn du dir die Zahlen anguckst, gerade in Deutschland von den Marvel-Filmen, es gab gerade im MCU nicht viele Superhits. Die meisten hatten, also am Anfang, gerade Iron Man startete, dann hatten die Filme so 700.000, glaube ich, gemacht, dann waren das so 1,2, 1,5. Es war schon eine Ausnahme, dass Avengers 2 Millionen, der erste Avengers hat 2 Millionen gemacht, der zweite 2,5. Das ist jetzt, im, wenn man sieht, Zuschauerzahlen in Deutschland, genau. Das ist ja, wenn du das jetzt vergleichst mit dem, was zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ist oder was das für einen Stellenwert mittlerweile hat, zu einer Zeit, wo 2,5 Millionen oder 2 jetzt nicht waren, wow, klar, heute freut man sich, das ist dann Top 10. Mhm. Aber ehrlich, vor 10 Jahren oder 12 Jahren war ein Film, der 2 Millionen Zuschauer gemacht hat, nicht zwingend Top 10 Jahresergebnis. Und das heißt, das war bei uns sowieso noch nie so krass. Eigentlich war Infinity War war der erste Film aus dem richtigen MCU, der eine goldene Leinwand geholt hat mit 3 Millionen. Vorher die Spider-Man-Filme, war ja nicht MCU oder streng genommen Man Black, ne, so. Mhm. Aber es gab keinen MCU-Film, der 3 Millionen Zuschauer gemacht hat. Und eigentlich ist es auch nur noch Infinity War, Endgame und der letzte Spider-Man. Ja, und da, also siehst du, der letzte Spider-Man wäre für mich auch nochmal so ein Beispiel. Der hat es auch nochmal geschafft, ziemlich viele Leute zu holen. Echt? Der letzte Spider-Man? Ja, der neue. Okay, der No Way Home. Ist klar. Ja. Aber ich würde dir gern recht geben und ich würde da gern was einwerfen wollen. Und zwar, ich weiß nicht, ob die das immer noch haben, aber Jung von Matt hatte jahrelang die sogenannte Durchschnittswohnung im Karo-Viertel. Mhm. Und der Tenor oder was so erzählt wird, ist, da schicken die einmal im halben Jahr die gesamte Belegschaft durch. Und die haben diese Durchschnittswohnung so eingerichtet, dass alles Durchschnitt ist. Jedes Element in dieser Wohnung ist Durchschnitt. Da wohnt der Durchschnittsmensch in der Durchschnittswohnung. Und wenn du da reinguckst, denkst du, ach so, stimmt ja. Die sind ja, da wird dir erstmal wieder klar, das sind ja nicht alle so wie wir oder unsere Freunde oder die Nachbarn oder die Freunde der Nachbarn. Das ist teilweise eine völlig andere Welt, in die wir gar keinen Einblick haben. Nein, mit dessen eine Bubble. Ich meine, man umgibt sich ja in der Freizeit, warum soll ich mich mit Leuten umgeben, die völlig anders sind, als ich auf dich keine Lust habe? Nee, das gibt ja keinen Sinn. Natürlich, aber das vergisst man häufig, wie anders die wirklich sind. Und dann denkst du, stehst du in diesem Raum, kannst du nachher mal die Fotos zeigen, stehst du in diesem Raum und denkst so, würde diese Person sich Deadpool 3 angucken, Deadpool Wolverine angucken. Weiß ich nicht. Ja, also es ist so, da ist die Relation bei allen immer, wenn es dann immer diese krassen, super nerdigen Diskussionen bei diesen Filmen gibt. Ja, aber das muss so sein, das war ja auch in dem Buch, das war da, wo ich mal denke, das ist cool, wenn da so kleine, also wenn da ganz viele Pieces drin sind. Für die Gesamtgeschichte kann es aber nicht das Ziel sein, bei einer 200-Millionen-Dollar- Produktion, die 600 Millionen Dollar machen soll. Wir haben in Deutschland nicht 3 Millionen Voll-Comic-Super-Nerd-Experten, die diesen Film gucken. Mhm. Das heißt, es muss doch immer in irgendeiner Art und Weise im Gesamten funktionieren. Und das ist aktuell halt etwas schwieriger geworden. Und das wollen wir jetzt erklären anhand von Deadpool 3. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich muss ja hier auf die Bremse treten. Ja. Deadpool und Wolverine, wie ich jetzt erfahren habe, ist nicht Deadpool 3. Es ist ein Standalone. Es ist ein Standalone-Film. Es ist wirklich ein großer Quatsch, der abseits von allem existiert. Also jeder, der sich erhofft hat, dass die Deadpool-Geschichte zu einem vernünftigen Ende geführt wird, der wird vielleicht enttäuscht sein. Und jeder, der gedacht hat, oh, hier, das wird jetzt der große Umschwung für das MCU, der wird vielleicht auch enttäuscht sein. Denn so wirklich viele Konsequenzen gibt es aus diesem Film nicht. Womit sich ja jetzt auch nicht viel geändert hat in den letzten Jahren. Das muss man dazu fairerweise sagen. Dieser Film fühlt sich auch nicht wie ein Abschluss oder sowas an, finde ich, wenn man sich jetzt mal zum Vergleich Guardians of the Galaxy 3 anschaut. Ja. Aber weißt du, was ein derber Abschlussfilm wäre? Hm? Deadpool 3? Wie heißt noch dieses Comic von Deadpool, über das wir so schwärmen, dieses Härte, wo er vor Gericht steht? Wade Wilson's War. Wade Wilson's War, Alter, wenn sie das als Film machen würden. Wenn sie das als Film machen, Alter, das zieht dir die Schuhe aus. Und dann quasi auf diesem wirklich zweifelhaften Ende. Das wäre doch toll. Das wäre quasi der Hammer. Wenn du das wird und das im Rückblick auf die Filme und denkst so, okay, jetzt. Mhm. Diese Story würde quasi den gesamten Franchise, den Deadpool-Franchise aufwerten. Ja, du würdest mit so einem harten Gefühl daraus gehen und nicht sagen, Happy End, alles ist super, sondern okay, man kann das auch irgendwie. Naja, und das ist ganz offensichtlich ja eine super krass tragische Figur ist, steht ja sowieso außer Frage. Weswegen, geht noch anders. Geht das ist echt eine coole Geschichte.
Ja, bin gespannt. Ja. Also, worum geht's in Deadpool und Wolverine? Mach mal, fang mal an. Ich versuch's. Wade Wilson. Ich hoffe, ihr habt alle Teil 2 gesehen. Aber am Ende von Teil 2 hatte Wade Wilson alias Deadpool das Zeitreise-Device oder die Zeitreise-Uhr von Cable in seinen Besitz und hat damit diverse Dinge geändert in seiner Vergangenheit. Unter anderem hat er Ryan Reynolds daran gehindert, Green Lantern jemals zu drehen. Gleichzeitig hat er aber auch Weapon X in Wolverine abgeknallt. Und er hat aber auch verhindert, dass seine Freundin nicht umgebracht wird, wie am Anfang von Deadpool 2. Das war dann doch der Auslöser für eben das, was jetzt hier in Deadpool und Wolverine passiert. Denn plötzlich steht die aus der Loki-Serie bekannte TVA bei ihm vor der Tür und sagt halt, ey, du hast halt zu viel im Zeitding rumgefummelt und so, weil Deadpool befindet sich mittlerweile in seiner eigenen Zeitlinie, wo all seine Freunde noch am Leben sind. Ja, auch Peter zum Beispiel. Ja, alle sind am Leben. Und die TVA sagt, pass auf, nee, das geht so alles nicht. Und er wird einem Beamten der TVA vorgestellt, der sagt, hier, pass auf, dieses, und jetzt hoffe ich, strauche ich nicht, weil das ist nämlich auch etwas, was ich nicht so ganz... Sagen wir es mal so, selbst wenn du ab jetzt strauchelst, ich bin jetzt schon fasziniert und zolle dir Respekt. Ja, ja. Habe ich auch gerade gedacht, vor 10 Sekunden. Ja, also, er möchte, glaube ich, von Deadpool, oder beziehungsweise er bittet Deadpool um Hilfe in die sogenannte Sacred Timeline? Sacred Timeline, also die Sacred Timeline zu retten. Also er möchte quasi alles außer der Sacred Timeline, was so gesehen das MCU ist, also das Avengers-Universum, möchte er bewahren und alles drumherum soll verschwinden. Und Deadpool, ja, soll ihm dabei irgendwie behilflich sein. Und weil er ist ja Marvel Jesus, ne? Genau, er ist ja Marvel Jesus, beziehungsweise er hat jetzt quasi den Zugang zur Big League. So. Und das Ding ist halt, was sich halt rauskristallisiert ist, es geht hier darum, das 20th Century Fox Marvel-Universum auszulöschen. Ja. Was vor allem dadurch geschieht, wenn Wolverine aus der Gleichung rausgenommen wird. Also, sobald Wolverine aufhört zu existieren, existiert auch das gesamte Fox-Universum nicht mehr. Und das möchte Deadpool jetzt halt verhindern. Weil ja Logan ja sowieso in dem letzten Film gestorben ist. Gestorben. So. Und das bedeutet, wenn er Wolverine zurückholt, bleibt das zumindest bestehen, weil er das halt nicht so möchte. Und halt auch sein eigenes Universum bleibt dadurch bestehen. Genau, und sein eigenes Universum bleibt dadurch auch bestehen und er möchte natürlich seine Freunde retten, die unglaubliche 2 Minuten Screentime haben, weswegen ich auch völlig damit mitfühlen kann, dass er voll Bock auf seine Freunde hat. Ja, das ist, ja, ja. Ey, also Alvin, die kennen wir jetzt alle schon so gut. Alvin, habe ich das jetzt korrekt wiedergegeben? Geht so. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Sag mir mal ganz kurz, was der Auftrag von Paradox an Deadpool war. Kannst du das in einem Satz wiedergeben? Also, Deadpool sollte eigentlich nur aus der Gleichung rausgenommen werden, weil er sein Universum platt machen will, weil es sowieso stirbt durch den Tod von Wolverine und er nicht 1000 Jahre dabei zugucken will. Also will er Deadpool einfach befördern ins Hauptuniversum, damit er ihn nicht dabei stört, das Fox-Universum platt zu machen. Oh Gott. Deadpool spielt nur nicht mit. So, okay. Ja, das sagen wir erstmal so, ich fand, da war schon sehr, also das passt schon irgendwie. Passt schon ein bisschen zu, ja, dem, was geht in diesem Film auch nicht unbedingt um die Story. Ich muss dazu sagen, das war jetzt nochmal deutlich konkreter, aber ja, das ist, und das ist, was piept denn hier? Keine Ahnung, das ist irgendwo eine Uhr im Hintergrund. Okay, das, also irgendwann ist halt so Meta, dass es halt nicht mehr Meta ist, dass es einfach alles so straight ins Gesicht, also da ist ja kein doppelter Boden mehr. Es wird ja eigentlich dir alles ins Gesicht gesagt, worum es geht. Und so viel, also mit Fox-Universum, mit allen Anspielungen, mit allen Gästen, die auch kommen. Ich hatte jetzt nie das Gefühl so, das ist richtig clever. Ich fand, das war immer halt wirklich Vorschlaghammer in die Fresse. Mhm. Ja, wobei ich so bei manchen Sachen mir halt denke, okay, da wird etwas, was sagt er, what in the fucking name of MacGuffin is this oder irgendwie sowas, ja. Und ja, stimmt. Dann wird halt ein MacGuffin wirklich benannt, der dann auch am Ende letztendlich ein MacGuffin bleibt. Bist du eigentlich kein klassischen MacGuffin?
Zieht sich ja nicht durch die ganze Geschichte. Wir wissen aber auch nicht so wirklich, was das Ding ist. Das ist einfach nur irgendwas, was gefährlich ist. Aber wir können uns schon mal darauf einigen, es ist, also die Geschichte ist es jetzt schon mal nicht, wo man sagen kann. Nein, fantastisch. Nein. Es ist nur der Humor. Also, pass auf, ich würde jetzt auch mal, die Geschichte ist es nicht. Also, ich fand die Geschichte äußerst kompliziert oder beziehungsweise, ja, man merkt es halt, nicht einfach zu greifen, so. Ein bisschen halt auch umständlich erzählt, worauf der Film ja aber auch immer wieder kommentiert, dass es halt irgendwie der eine Exposition-Dump ist und wieder eine Exposition und so weiter und so fort. Ich finde auch, der Film hat nicht unbedingt den besten Flow. Ich finde, das war immer so ein Auf und Ab, so. Ja, und zwischendurch fragt man sich, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Und ja, ich finde halt, was du gesagt hast auch, es ist so viel. Es ist so viel. Ich werde den Film noch mal schauen, um wirklich alles mitzuschneiden. Ich freue mich jetzt schon, den noch mal zu gucken, weil ich genau weiß, dass ich maximal 70% oder 80% verstanden habe. Was auch vor allem daran liegt, dass ich Staffel 2 von Loki noch nicht gesehen habe. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig für das. Nein, überhaupt nicht. Okay, aber ich wusste nicht, was. Nee, egal. Nee, aber der Punkt ist ja alleine schon bei der, was wollte ich jetzt eigentlich gesagt haben? Bei der Geschichte, doch, ist ja alleine, dass Wolverine jetzt irgendwie zurück ist, kommen soll, wo wir wieder bei Konsequenzen sind, ist das ja wirklich einfach alles irrelevant ist, weil logisch, in der Metaverse-Logik, es ist ja jetzt nicht der Wolverine, aber ehrlich, das ist für mich als im Publikum spätestens ja ab Szene 3 egal, weil es ist fucking Hugh Jackman und der sieht aus wie Wolverine, der redet wie Wolverine, es ist Wolverine. Es ist ein Wolverine. Es ist ein Wolverine, aber für mich, fürs Gefühl, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt, also nicht, wie es euch geht, deswegen wirklich mal die offene Frage. Oder auch Publikum in den Kommentaren, jetzt mal wirklich ganz ernst gemeint, habt ihr das Gefühl, wenn ihr den Film schaut, nach, ist ja auch scheißegal, ob nach 2 Szenen, ob nach 10 Minuten, dass einem bewusst ist, weil es irgendeinen krassen Unterschied bei diesem Wolverine nachher noch gibt. Oder hat man einfach das Gefühl, heißt ja auch Deadpool, und der heißt ja Deadpool und Wolverine und nicht Deadpool, irgendein Wolverine, dass man da irgendeinen Unterschied macht? Also für mich war es, nach wenigen Minuten ist das halt der Wolverine, der Hugh Jackman, gleiche Frisur, gleiches alles. Da, also, nee. Ja, sie haben es ein bisschen so aufgedröselt, dass er. Der einzige große Unterschied ist, dass er frustriert ist aus einem guten Grund, weil er halt Scheiße gebaut hat so und er offensichtlich verantwortlich ist für den Tod von vielen Leuten. Aber im weiteren Verlauf, also anders aber gesagt, in der zweiten Hälfte hat man da wirklich bewusst das Gefühl, das ist eine andere Figur und damit ist es nur mein Gefühl zu erklären. Dadurch, dass ich dieses Gefühl nicht habe, ist es für mich eben, ja, ihr habt jetzt irgendwie einen wirklich konfusen Grund gesucht, wieder einen Wolverine da reinzusetzen, damit Hugh Jackman noch einmal diese Rolle spielt. Und auch hinten raus, ohne jetzt zu spoilern, es hat halt auch da keine wirkliche Konsequenz. Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr schade. Ja, ich muss sagen, den Gedanken, den habe ich relativ schnell verloren. Und das finde ich, das kann man jetzt als wieder typische Meme-Parade irgendwie bezeichnen, finde ich in Ordnung. Kann man. Aber er darf das auch, ich finde, Deadpool darf das. Aber pass auf, worauf ich hinaus will, ist, für mich war der Punkt, das ist nicht der Logan, weil ich habe mir auch Logan nochmal vor, also ich habe mir Deadpool 1, 2 und Logan nochmal angeguckt, vor jetzt eben Deadpool und Wolverine. Das ist für mich nicht der Logan aus Logan, beziehungsweise den bisherigen X-Men-Filmen, was der Film eben anhand so einer Meme-Parade quasi einmal für mich auf jeden Fall wirksam etabliert hat. So, es ist ein Logan, es ist ein James Howlett, es ist ein Wolverine aus. Aber das heißt, das ist bei dir dann auch, also das ist tatsächlich meine ehrlich gemeinte Frage. Kann man eine Frage ehrlich meinen? Doch. meine Frage, auf die ich eine ehrliche Antwort und das wirklich verstehen möchte, ist es dann aber auch eben nicht nur, dass es einmal Klick macht, ah ja, ich habe es verstanden, sondern schaut man dann wirklich den Film und sieht Hugh Jackman mit der gleichen Frise, mit dem gleichen, in der gleichen Figur und hat wirklich das Gefühl, das ist ja was anderes, als ich in den letzten 20 Jahren geguckt habe. Das ist völlig fein. Wenn du sagst, ja klar, aus dem Grund passt das, sage ich, cool, dann verstehe ich, dass man das Problem, was ich damit habe, nicht hat. Verstehe ich dann total. Für mich ist es halt, egal wie man es erklärt, der sieht genauso aus. Und ja, das ist in der Theorie, kann das funktionieren, im Film, vielleicht auch in einem Comic, dadurch, dass man irgendwie das irgendwie anders nochmal visuell darstellen kann. Ich gucke den Film trotzdem und selbst mit den Erklärungen, spätestens ab einem bestimmten Punkt, ist es für mich einfach, ja, okay, Hugh Jackman ist wieder da und spielt wieder Wolverine. Ja, aber ich glaube, anders wird es auch nicht funktionieren. Ne? Ja. Du willst ja diesen grimmigen, genervten, frustrierten Charakter haben, den du dann
gegenüber dem Wahnsinn, aka Deadpool. Ich hätte es, ohne Gastauftritte vorwegzunehmen, ich hätte es ja wiederum trotzdem spannend gefunden, aber dann hätte natürlich die Promo nicht funktioniert. Wenn es aber am Ende tatsächlich ein anderer Wolverine gewesen wäre. So. Und der nicht Hugh Jackman Wolverine. Ja, so war es halt cool, dass man nochmal Hugh Jackman sieht. Das meine ich damit. Alleine dadurch, dass es wieder Hugh Jackman ist, ist es ja visuell schon relativ schwierig hinzukriegen, dass man das Gefühl hat, das ist ein anderer Wolverine als der Hugh Jackman Wolverine. Ich hoffe, in diesem, man merkt halt, dass es alles sehr konfus ist. Versuche das so deutlich wie möglich, mein Gefühl und meine Sicht irgendwie auf diesem Tisch zu platzieren. Aber um es einmal dann ausgesprochen zu haben, ich fand Hugh Jackman echt geil. Hugh Jackman ist ja auch der netteste und coolste Mensch der Welt. Natürlich spielt er das geil. Darum geht's überhaupt nicht. Ja, aber das ist das für mich ein so ein bisschen so ein Knackpunkt an dem Film. Er spielt teilweise so geile Szenen. Ja, also er hat da so wirklich so Momente, wo er richtig performt. So richtig. Und wo der Film meiner Ansicht nach auch vielleicht dann wirklich mal dramatisch, traumatisch, melodramatisch, traurig oder sonst irgendwas sein will. So auf jeden Fall eine andere Emotion genau, als nur Genau, eben. Und ich finde, das klappt leider nicht ganz so gut. Also das geht nicht so auf. Der Film hat bei mir nicht diese emotionale Tiefe erreicht, die das Schauspiel eines Hugh Jackman in den Momenten repräsentiert. Oder die es in Teil 1 und 2 durchaus gab. Und die es durchaus gab, genau. Es gab dramatische, emotionale, hochemotionale Momente. Auch wenn es mit der Brechstange war, aber die hat funktioniert. Und hier hast du das nicht drin. Es ist eher so ein bisschen Gefühl von Indie 3. So best of, alles ein bisschen lustig, alles ein bisschen locker flockig. Ich nehme ihm das nicht so übel, weil es passiert mir wirklich, wirklich, wirklich ganz selten, dass ich im Kino sitze und ein Film läuft und ich merke irgendwann, ich grinse die ganze Zeit. Und ich höre nicht auf zu grinsen, danke. Und ich grinse bis zum Ende durch. Das allein einen Film zu haben, der sowas schafft, da verneige ich mich und bedanke mich sogar dafür. Und das wiederum freut mich, weil mir ging es halt nicht so. Aber ich finde es total schön, wenn du nur genau dieses, dann war das für dich genau ein Film, den du gebraucht hast. Und das sogar, obwohl ich diverse, nicht Haken sehe, aber Dinge, von denen ich denke, ah, guck mal, da sind sie nicht bei 100% gewesen oder so. Und das hast du bei den anderen interessanterweise nicht. Da gibt es eigentlich keinen Ausfall, dass irgendwie so ein Klassiker, du hast eine Komödie und jemand erzählt einen Witz und denkst, oh, das war flach, ne? Das ist irgendwie verbrannt und ist eher peinlich, dass sie jetzt noch mal im Schnitt 3 Sekunden Zäsur dahinter setzen, damit die Leute klatschen können und so, und es passiert nichts. Aber in dem Film, wo wollte ich jetzt gerade wieder hin? Meine Güte. Dass es lustig war und du gute Laune hattest. Ja, nee, die Macken. Dem Film habe ich gemerkt, dass du teilweise wirklich dachtest so, das waren eher 90% als 100%. Oder plötzlich gab es so ein paar verlaufende Gags, sowas kannte man irgendwie in den alten Teilen nicht. Da war jede Sekunde 100%. Und wie gesagt, das ist jetzt gerade Jammern auf hohem Niveau, für mich zumindest. Aber ich gucke mir den an und der macht mir unfassbar Laune und sogar so gut Laune, dass ich über diese kleinen Macken und diese Differenzen zu den anderen Teilen hinwegsehen kann. Ich sehe das vollkommen ein, ich verstehe das vollkommen, was ihr meint. Vielleicht liegt das auch daran, dass das, wie gesagt, wirklich ein Spin-off-Special ist und vielleicht eher so gedacht ist wie Spaceballs. Bei Spaceballs frage ich mich auch nicht, naja, diese Nummer mit der Saugfrau da im Weltall, dass da jetzt die ganze Luft reinpasst von dem Planeten. Das ist ja nicht die Frage, ja, sondern das ist wirklich nur Klamauk um Klamauk willen. Und in diesem Fall ist es aber noch komplizierter, weil du musst ja so viele Dinge beachten, ne? Da kannst du so viel falsch machen. Da kannst du so viel falsch machen. Und wir nehmen das mal an, weil es ist witzig, dass du Spaceballs sagst, weil wir saßen tatsächlich in der PV und ich meine, das ist, also ein Kollege sagte, das ist jetzt irgendwie wie so ein, es ist ja mehr Spaceballs als gerade Film. Ja. Kann man machen, was ich nicht verstehe ist, und vielleicht ist das auch genauso, wir nehmen das jetzt mal an, dann verstehe ich nicht, warum sowohl in der kompletten Promo, in der gesamten Berichterstattung, alles in die Richtung, das kann jetzt das MCU retten, das wird ja nicht so. Ja? Aber das ist ja die Frage, wer macht sowas? Ja, das gleichzeitig macht ja nicht unbedingt. Das muss nicht zwingend das Marketing oder die PR sein, aber mit dem, was du rausgibst, das nimmt man ja schon mit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, dass es irgendwie mal eine Richtung oder auch bei dem Event sagt, Leute, übrigens, bevor ihr, damit ihr wisst, das macht, ist wirklich einfach nur Fun, hat mit nichts irgendwie was zu tun.
Wenn es das gab, habe ich das nicht gesehen. Aber für mich war auch eher die ganze Zeit mit allem, was im PR, in Marketing-Pieces und mit allem, was irgendwie passiert ist, für mich eher, dass es tatsächlich in der Geschichte weitergeht. Und es gibt ja einen guten Grund, dass er jetzt erst neulich, ist ja noch gar nicht so lange her, die Aussage, ganz klar sagt, das ist übrigens nicht Deadpool 3, sondern es ist ein Standalone. Dass er sich genötigt fühlt, das überhaupt noch mal klar sagen zu müssen, sieht ja, dass es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung anders war vorher. Du, Kevin Feige hat auch tatsächlich so ein paar Aussagen getätigt, so von wegen hier, wenn das Avengers Infinity War war 9 von 10, Endgame war eine 10 von 10, ist das hier das Endgame für Deadpool oder was weiß ich, oder das Endgame für die Fox Marvels so, ja. Da hat er sich auch meiner Ansicht nach keine geschickte Wortwahl erlaubt, so, ja, weil wenn du da reingehst und erhoffst dir, dass das irgendwelche Konsequenzen fürs MCU hat oder irgendwie, dass das MCU nochmal entscheidend vorangebracht wird durch diesen Film, nee, wird's nicht, meiner Ansicht nach. Das ist einfach eine nette Dreingabe. Es ist ein Geschenk an die Fans, es ist eine Liebeserklärung an eben die Fox Marvels. Und ich muss sagen, ich finde die Botschaft von wegen, ey, all diese Fehler mussten auch gemacht werden, zum Teil, damit wir heute da sind, wo wir sind, finde ich ganz nett. So, ich hoffe nur, jetzt wird auch draus gelernt. Und dieses, dass wir da sind, wo wir sind, ist halt vielleicht 3 oder 4 Jahre zu spät. Ist ein bisschen zu spät. Oh ja. Ne? Ja. Weil, also ist eigentlich eine Phase zu spät. Ja, ja, genau. Ja? Und das ist der Effekt. Vielleicht, das ist eigentlich schön, dass du das sagst. Vielleicht ist das sogar vom, ohne dass ich jemals eine Sekunde darüber nachgedacht habe, dass sich das ja quasi so diese Entschuldigung und der, hey, gut, dass wir da jetzt sind, habe ich selber gar nicht so wahrgenommen, aber vielleicht ist es das Gefühl, was ich dabei hatte, so nach dem Motto, ja, macht euch jetzt über Dinge lustig, die ihr gerade selber eigentlich die ganze Zeit nicht nur gemacht habt, sondern es geht wirklich gerade nicht weiter. Und gleichzeitig ist der Film trotzdem vom Aufbau deutlich mehr Superhelden-Blaupause als Teil 1 und Teil 2 war. Ja. Also vom Grundgefühl. Heißt, die Antithese auf die Comic-Verfilmung, nur wenn man sich drüber lustig macht, macht aber trotzdem fast alles genauso selber. Hat, glaube ich, bei mir auch dafür gesorgt, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, ich kann jetzt nicht mal wieder darüber lachen. War das bei Teil 1 und 2 auch so? Ich fand es nicht so krass. Also natürlich war auch Teil 1 und Teil 2 nicht die krasse Antithese zum Comic. Nein, war dir das da auch zu plump, meinst du? Die Meta-Gags und die ganzen selbst. Mal mehr, also anders, mal mehr, mal weniger. Ich war jetzt, also tatsächlich war ich jetzt nie der Deadpool 10 von 10, ich liebe alles Typ. Aber ich muss sagen, ich hatte in Teil 1 und Teil 2 hatte ich für mich persönlich deutlich mehr Momente, wo ich dachte, ach cool, witzig. Ah ja, okay. So, und das nicht nur Meta, 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 weil in dem Fall. Und das kann sein, dass es das aber auch schon immer gab, existieren ja, ich darf ja wirklich keine, nichts sagen, ne? Es ist ja, man wird ja, auch da, Spoiler, das Einzige, was man da spoilern kann, sind die Gastauftritte, also für so eine Geschichte. Die sind schon gespoilert, die sind schon im Trailer drin, teilweise. Okay. Alles? Ja, aber das also ein ganzer Haufen, wo ich dachte, oh, deswegen meinte ich vorhin, dass wir sehen ja auf jeden Fall aber ja die Figur auch von Ant-Man in groß und ohne, dass man da, also in diesem Universum existiert ja sowohl Ant-Man als auch Paul Rudd, als Paul Rudd, der Ant-Man spielt. Ja. Muss nicht Paul Rudd, naja doch. Doch schon. Doch. Also oder? Wir reden jetzt vom Void-Universum, ne? Wo wir die ganze Zeit sind. Ja, ja, auch. Diesen Mülleimer quasi. Das ja, beziehungsweise einfach im gesamten Film, wenn ich den gucke, da existieren alle parallel gleichzeitig. Also es kann ein also das MCU, es kann einen Schauspieler geben, der einen spielt, aber den Charakter auch. Also es sind quasi alle drei. Paul Rudd als Ant-Man, Ant-Man und Paul Rudd als Paul Rudd existieren alle zeitgleich. Ja, aber es existieren auch andere Personen zeitgleich, obwohl sie vielleicht nicht immer die gleiche Figur gespielt haben. Ja, also, ey, und das ist auch das Ding. Sehr witzig tatsächlich. Ey, das ist halt auch das Ding. Ich sehe wirklich die Schwachstellen an diesem Film, aber ich muss auch wie Andi sagen, ich saß da eigentlich schon die ganze Zeit durchgängig mit dem Grinsen drin, so. Wie gesagt, manchmal hat man auch so ein festgefrorenes Grinsen, weil halt so viel passiert, dass man gar nicht mitschneiden kann. Aber irgendwie ist es halt alles irgendwie unterhaltsam und spaßig so. Ich muss sagen, mich hat's am Ende so ein bisschen. Es wirkte für mich wie ein Mix aus Rick and Morty und ein Ticket für 2 mit Steve Martin und John Candy. So haben sie den ja auch gepitcht. Haben sie? Ticket für 2, ja. Ach, witzig. Und, ja. Ich glaube, bei mir war es diese Meme-Parade, dass einfach viele Gags, als würde ich einfach durch meine Deadpool For You-Page scrollen, weil halt ganz viele Gags natürlich unabhängig von der Geschichte, das ist das immer auch funktionieren. Du kannst sämtliche Szenen raus, also einfach so picken
und die funktionieren alle ohne den gesamten Kontext. Und deswegen war es für mich, glaube ich, so eine Meme-Parade, muss man auch erstmal schaffen. Ja. Definitiv. Also, aber wie gesagt, man denkt sich, das ist ja so simpel, dann schmeißt man einfach Witze rein. Die müssen alle zünden. Ja, ja, natürlich. Und die zünden alle zu 90%. Und wenn sie nicht zünden, dann sind sie krass, nicht bei schlecht. Bei uns war es an einigen Stellen teilweise sehr leise, obwohl es sehr voll war. Also, an einigen Stellen wurde. War nicht so voll, aber wir haben an einigen Stellen wurde richtig laut gelacht und bei einige Gags sind bei uns so. Also, war volles verreckt. Oder war, waren ja, so war, also waren 40 Leute drin oder so? Nee, aber es waren, ich würde schon sagen, es waren schon zumindest, also es war ein großer Saal, fair enough. Ja. 100 Leute, aber die Sache ist, wenn da alles verreckt wäre, dann würde ich sagen, es liegt daran. Aber einige Sachen, also gerade die, wer spielt doppelt und aber PV, Nummer. PV. Ja, ja. Ja. Aber bei uns war es einiges, bei uns einiges ballerte komplett und einiges ist komplett verreckt. Bei uns, ich muss sagen, für eine Hamburger Pressevorführung. Habe ich selten so viel Stimmung erlebt wie in der. Und es war nicht voll. Da war nicht voll. Ah, krass. Da waren vielleicht 30 Leute. 25, ja, ich würde auch sagen, 40 vielleicht so. Okay. Aber das war für eine Hamburger Pressevorführung, war da richtig Stimmung angesagt. Und ich muss auch noch mal sagen, ich finde 10 Uhr Pressevorführung morgens immer ein bisschen schwierig. Ne, man ist ein bisschen müde. Und wenn da der falsche, ruhige Film aber kommt. Aber auch faszinierend, weil das erzeugt ja auch noch mal ein Gefühl. Ne, bei euch wird mehr gelacht in der PV. Bei uns nicht so viel. Also alleine, was ein Saal, eine Saaldynamik ja auch nochmal mit. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das, was weswegen man diesen Film dann unterbrochen, Entschuldigung, bitte. Weswegen man diesen Film im Kino schauen sollte. Ne? Also ich freue mich darauf, ich möchte gerne in eine reguläre Vorstellung gehen und ich möchte mit anderen Menschen erleben, was, also wie die reagieren. Also ich möchte wirklich jede diese einzelne Reaktion, die ich gehabt habe, auf gewisse Szenen, auf gewisse Gags, auf gewisse Momente, auf Sprüche und so weiter und so fort, die möchte ich gerne bei den Leuten erleben. Also ich freue mich richtig drauf, wenn er irgendwelche aufschreie oder so. Wie den eigenen Kindern Star Wars zeigen oder so ein bisschen. Bingo, ne? Bingo. Ja, ja. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und ich glaube, wenn man nicht mehr erwartet, als einmal so ein Kollektiverlebnis, was genau in dem Kollektiv funktioniert, dann hat man da eine richtig gute Zeit. Wirklich. Und ich habe das über die anderen beiden Teile auch gesagt, was ich dabei total interessant finde. Ich gucke die das erste Mal und das ist sogar egal. Ich glaube, ich habe die beide Male im Kino geguckt, aber es ist egal, ob TV oder Film. Und du hast den beim ersten Mal zumindest den Spaß deines Lebens, ja. Und denkst du, ein paar Tage später, oh, den guck ich mir nochmal an. Und dann schmeißt du ihn nochmal an. Und da funktioniert er schon nicht mehr so gut, weil die ganzen Gags bekannt sind und weil auch die Storyline, ne, keine Überraschung mehr bietet für dich als Zuschauer. Was ich bei Nackte Kanone zum Beispiel immer so faszinierend finde, dass ich da nach über jeden Gag, weil die so gut geschrieben aber sind. Aber weil die auch zeitloser sind. Und zeitloser sind. Und die sind halt so trocken, diese Trockenheit ist ja, halt richtig. Weil es da authentisch inszeniert ist. Nur der Text ist absurd, ne? Genau, weil es ernst gemeint ist. Und das finde ich aber schön zu sehen, wenn du sagst, ne, da ist ein Gag, beim zweiten Mal funktioniert er schon nicht mehr, weil er auch mit Überraschung kommt. Und bei Nackte Kanone, wirklich, ich glaube, wir sagen, Leute, die Folge geht jetzt so eine Stunde, weil wir gucken jetzt Nackte Kanone. Ich würde mich hier sofort wegwerfen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Schau, bitte, bitte gehen Sie weiter. Schau, Schatz, Sie spielen unser Lied. Ding Dong, wie heißt das denn? Oder alleine, wie er die Milch einschüttet, das ist einfach alles geil. Du hast da was in deinem Mundwinkel, ey. Ey, die andere Seite. Ich muss dir was sagen. Ich praktiziere Safer-Sex. Ja, 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 ja. Oder das war wirklich ein schöner Tag. Ja. Oder wie sie aus dem Kino kommen, ne? Schein. Ja, Platoon. Ne? Platoon. Wirklich. Something tells me I'm into something. Oh, egal, wo ich hinschaue, ich sehe immer ihre Brüste. Oder ich sehe immer sie. Oder ich da muss immer ich, an sie denken. Ich glaube, da habe ich, im Kino als Kind, als ich den gesehen habe, am meisten gelacht bei den Titten. Bei den Atomkraftwerken. Aber wirklich, aber einfach alles so ernst. Oder auch dieses gegenseitige Bestechen. Es ist einfach alles. Das gucke ich mir alle 6 Monate an. Alles wird oder, alle 6 Monate. Oder wenn George Kennedy und Frank, also hier Dings, wie heißt er? Also Frank Drebin heißt der Charakter, wie heißt der Schauspieler? Ach so, Leslie Nielsen. Achso. Wenn sie da auf dieser Gala von der Queen sind und Frank tastet den Typ ab und George Kennedy steht so hinter ihm und er holt aus Kennedys Jacke, holt ihr die Brieftasche. Hey, guck mal hier, der hat ein Bild von deiner Frau. Ja. Was ist das? Das ist was so geil. Oder wie O.J. Simpson, ist das im zweiten Teil, die Treppe? Nee, im ersten. Wie ist immer, oder es gibt doch noch so eine Intro
Sequenz. Ist das im zweiten oder im dritten? Im ersten, wo er da an dem Boot, meinst du? Wo er in die Bärenfalle. Nee, wo alles auch das. Nee, ich meine eigentlich diese Bahnhofstreppe. Irgendwie noch eine Nummer mit dem Rollstuhl in der Bahnhofstreppe. Ich dachte, das wäre das am Ende vom ersten, wo er ihm auf den Rücken klopft und er sagt: Jeder braucht einen Freund für dich. So. Das letzte Mal haben wir nämlich alle drei hintereinander geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was in welchem Teil passiert ist, weil für mich alles nur toll ist. Aber guck, und da ist jetzt die Frage, um nochmal, Gott, das war gerade ein sehr schöner Moment. Rapunzel. Aber redet man, hat man so viel Spaß in 20 Jahren nochmal bei diesem Film? Wahrscheinlich Gute nicht. Frage, wahrscheinlich habt ihr jetzt so viel Spaß, wenn ihr Spaß habt? Also, pass auf. Go get it. Wie gesagt, der Film ist ein bisschen rumpelig. Ne? Es ist wirklich als Film. Ach, ich fand, der sah nicht schön aus. Haben wir das? Ja, das müssen wir auch einmal sagen. Die sah nie gut aus. Also, keiner von denen. Es gibt hier schon ein paar CGI-Momente und jetzt auch stark bleiben, liebe Wolverine-Fans. Ich muss auch sagen, die Maske fand ich semi-gut. Die hat semi-gut funktioniert. Von Wolverine. Ach so, ich fand das Bild war halt immer sehr, sehr flach. Also noch nicht mal jetzt nur irgendwelche krassen Effekte, sondern ich fand, es wirkte halt, du hast irgendwie gesehen, okay, ihr habt einen Studiokomplex gebucht, sieht nie nach Stadt aus. Ich fand auch da in Volt sah alles sehr, ich will jetzt gar nicht wieder meckern, noch einmal ganz wichtig, wer da Spaß dran hat, bin der Letzte, der jetzt dir einredet, ganz ehrlich, was hast du denn für Humor? Wie kannst du darüber lachen? Würde ich niemals so auf die Idee kommen. Ich fand jetzt nur visuell sah es teilweise alles sehr flach, sehr schwammig aus und da war ich dann wiederum ein bisschen enttäuscht davon. Vielleicht lag es auch an den Nachdrehs und was auch immer, aber visuell hat mir der Film leider nicht viel gegeben, weil auch viele, viele lange, einfach nur Nahaufnahmen und auch bei den Choreografien, eigentlich ist nach der ersten Runde die zweifelsohne sehr, sehr viele tolle, witzige, schräge Momente schon, hat. Der muss schon sehr lachen. Aber ja, Action-Choreografie und das ist natürlich auch, war natürlich auch nochmal mit David Leitch auch nochmal was anderes, der Action ganz anders inszeniert. Also du gehst hier nicht wegen der Action und nicht wegen der Story und nicht wegen der Visualität rein. Also ich sag mal so, die Action fand ich schon an manchen Stellen echt gut. Es gibt einen, sag ich mal, Zweikampf auf sehr engem Raum, den fand ich sehr cool. Stimmt. Ich muss sagen, das CGI-Blut ist halt sehr rot. Es wirkt halt sehr digital. Hat mich aber letztendlich auch nicht gestört, weil wir gucken halt hier ein überdrehtes Comic-Spin-Off, das sich halt wirklich an allen Ecken und Enden null ernst nimmt. Bin ich auch bei dir, ist fein. Ich fand's auch irgendwann lustig. Ich meine, ey, die stechen sich gegenseitig so viele Klingen und Sachen irgendwie ihren Körper und ihre Kostüme und trotzdem sind die irgendwelche Löcher. Ja. Ist alles egal. Es ist, mal davon abgesehen, weißt du ja sowieso, dass keiner von beiden hier jetzt auch irgendwie auch nur eine mittelfristige oder eine mehr als kurzfristige Beeinträchtigung davon trägt. Aber du merkst, dass alle Beteiligten da Spaß dran hatten. Das merkt man auf jeden Fall. Das merkt man auch. Das merkst du natürlich jetzt auch in der Promotour, merkst du es natürlich auch nochmal. Aber darf ich einmal kurz eine Lanze brechen für Matthew McFadden? Ich mich totgelacht über fast jeden. Ich meine, ich liebe den in Succession und er macht, hatten wir auch darüber gesprochen, er macht im Grunde genommen, er nimmt seine Succession-Rolle und dreht die noch ein bisschen lauter, aber das funktioniert so. Du merkst richtig, dass Ryan Reynolds da saß, guckt sich Succession an und sagt so, der Typ ist so lustig, der Typ ist so geil, lass uns den mal einbauen. Hey Matthew, hast du nicht Bock, ja, ein paar Stunden bei uns was zu drehen? Kannst du das Gleiche machen wie da, nur ein bisschen lauter? Ja, alles klar. Und dann macht er das und es funktioniert wunderbar. Ja, finde ich. Der fand ich gut. Es gibt halt, wie gesagt, ich sag's jetzt mal, für mich wirkte es ein bisschen wie eine Oldboy-Hommage. Das war eine größere Sequenz. Mhm. Die fand ich ganz cool. Allerdings endet die mit einem sehr schlechten CGI-Effekt. Das war wirklich, das fand ich sehr auffallend, dass es nicht funktioniert hat. Es gibt vorher noch eine andere große Kampfsequenz. Die ist sehr, sag ich mal, hektisch geschnitten. Die fand ich leider nicht so schick. Aber da verstehe ich, warum sie so ist, wie sie ist. Weil das ist etwas, was man wieder aus Spoilergründen nicht irgendwie großartig erzählen darf. Aber ihr habt es jetzt verstanden, ne? Also es ist schon ein losgelöster, großer, feuchter Nerd-Traum und Spaß und vor allem eine schöne Liebeserklärung an das Fox-Universum. Das, finde ich, kann man dem Film alles als positiv ankreiden. Das, was du jetzt gesagt hast, ob wir irgendwann mal über den Deadpool-Wolverine-Film so reden werden, wie jetzt gerade eben über Nackte Kanone, ist meiner Ansicht nach schon ein bisschen das Problem, was wir in der heutigen Spoiler-Kultur haben. Dass wir halt nicht so frei über genau das, was uns da jetzt vielleicht irgendwie eben genauso erfreuen würde, frei reden können. Mhm. Ja, über Nackte Kanone können wir inzwischen so viel reden. Es ist halt super spannend, ob wir, aber weil man natürlich in ein paar Jahren
sagen kann, also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt nicht gesehen hat, ist jetzt wirklich dein Problem, wenn du über die Figur, die da auftaucht, nicht nach, ne, also dass man darüber sprechen kann. Ich bin einfach, ich bin einfach tatsächlich gespannt, ob das daran liegt oder ob es einfach echt an diesen fantastischen, zeitlosen Gags liegt. Aber ich wollte gerade sagen, das, was Deadpool macht, ist ja nicht zeitlos. Nee, nicht das, das heißt, es ist vorausprogrammiert, dass das nicht so gut funktionieren wird und dass du wahrscheinlich auch einige Gags höchstwahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr raffen wirst. Ich habe zum Beispiel eine Riesensammlung mal auf eBay gekauft von alten Titanic-Zeitschriften, ne? Diese Comedy Satire-Zeitschriften. So, das heißt, ich habe so einen Stapel aus den späten 70ern bis Ende der 80er. Und ich gucke da immer mal rein und ich verstehe nichts, weil das alles zeitgemäßer Humor ist, der auf die aktuellen Themen in der Politik, in der Gesellschaft eintritt, auf irgendwelche lauten Geschichten in der Presse eingeht und so weiter. Du verstehst gar nichts. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich bei Deadpool auch sein. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch ein guter Fun-Film sein kann, auch in 20 Jahren. Du, ich war überrascht. Ich war ja nie ein großer Fan vom ersten Deadpool. Nee? Also ich mag den, aber ich fand den schon damals, das war mir so ein bisschen Mogelpackung. So, ja, weil ich fand halt schon, das war halt eigentlich auch nicht mehr als eine Origin-Geschichte, jetzt halt nur mit vierte Wand brechen so. Ich mochte den zweiten Deadpool-Film ein bisschen lieber, weil der für mich die Balance aus eben Klamauk und aber auch emotionalen Momenten deutlich besser hinkriegt, als jetzt auch ein Deadpool und Wolverine. Bist doch nur, findest du nur geil, weil Brad Pitt da so fett mitspielt. Genau, das ist der Hauptgrund, weswegen ich diesen Film richtig cool finde. Aber auch Star Shadow, muss ich sagen, war ein sehr großes Highlight. Nein, ey, wie gesagt. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Weil mich das warum ist Domino im Finale im Wolverine nicht dabei? Deadpool Wolverine. Gute Frage. Ich meine, dass das TJ Hooker nicht dabei. Hooker? TJ Miller. TJ Miller nicht dabei ist. Ich habe mich gefragt, na, haben die sich vertragen und so? Nein, ist nicht, weil es ist ja quasi, hier sind all meine Freunde aus dem anderen Teil. Aber Domino hätte ich erwartet. Vielleicht ist sie zu teuer mittlerweile oder hat zu viel zu tun. Oder war halt vielleicht verhindert, kann halt auch sein. Ne? Also man hat ja schon, wie gesagt, man hatte, glaube ich, im Mai diesen Jahres noch Reshoots für gewisse Szenen. Und ich meine auch erahnt zu haben, welche Szenen das sind. So, aber die sind dann auch wieder sehr auf den aktuellen Zeitgeist gemünzt. Und da habe ich mich echt gefragt, wie konnten sie das wissen? Aber als ich dann erfahren habe, okay, im Mai gab es noch Nachdrehs, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Szenen eben genau. Meinst du jetzt einen gewissen neuen Film, auf den sie anspielen? Zum Beispiel. Okay, alles gut. Ja. Und jetzt würde ich einmal kurz sagen. Pause. Spoiler. Ein kurzer Spoiler-Part. Ah, okay. Ein kurzer Spoiler-Part. Kurz die Nase putzen dafür. Kannst du immer machen. Wir sind hier unter uns. Ja, ich weiß. Aber ich finde es mal so. Oder mein Mikro kurz aus. Ansonsten viel Spaß. Ja, ey, also ich muss schon sagen, da gab es ein paar wirklich, da gab es ein paar schöne Momente, wo ich laut aufgelacht habe, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. So viel, dass ich noch nicht mal jetzt einen Überblick habe, was waren da eigentlich die guten Momente. Ey, allein noch mal Wesley Snipes da zu sehen, der Satz, some motherfucker still try to scale up a hill. Ey, ich fand's cool. Ich fand's wirklich cool. Ich gönn auch Channing Tatum seinen Gambit-Auftritt, so. Aber diese Johnny Flame-Nummer war doch auch. Ja, und aber das muss ich auch sagen. Wir dachten, die ganze Zeit reden sie von Captain America, und das war schon so witzig. Hier, Captain America fand ich in Ash, der sich, okay. Da habe ich das erstmal so laut gelacht, wie er sich da stramm hinstellt vor Captain America, und dann kommt dieser Typ da an und denkst, oh, Captain America ist da. Nee, ist Johnny Flame. Flammer! Das war tatsächlich, und wie haben sie ihn genannt? Calverine. Und das meine ich, ey, das fand ich halt auch schön, gerade in dieser Wolverine-Sequenz. Da war echt schon wieder eine Menge, wo ich denke, ja, okay, das ist halt schon alles so ein bisschen das Thema, also das ist schon das, was die Nerds oder die Freunde, die Comic-Fans abholt, so, ne? Ich meine, der zu kleine Wolverine. Alter, wie witzig. Ja, okay, das war auch sehr lustig. Ja, der Apocalypse, Age of Apocalypse Wolverine, der House of M Wolverine, der an dem Kreuz hängt, so, ne? Also da ist schon eine Menge drin, was da irgendwie, was ja, ich glaube, Fans glücklich macht oder worüber man sich freut, so, ja. Und dann, ey, ich meine, ey, der Will Smith-Gag, ja. Erzähl, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, don't take the word of my, the name of my country into your fucking mouth. So, wo ich gedacht habe, Alter, oh wow. Ja, ja, wenn er hier den Oberschenkelknochen in die Eier rammt und dann halt an dem Ding so rumrubbelt, so, ja. Wirklich, da waren so viele, es ist infantil, überhaupt, es ist vulgär, ich weiß, aber manchmal bin ich auch nur einfach. Der Film fängt an, das erste, was er sagt, so, nein, wir werden hier nicht Wolverines Legacy irgendwie beschwemmen, deswegen buddel ich ihn jetzt aus, Schnitt, ne, ist er im Wald und buddelt ihn aus. Verdammt, das ist wirklich nur noch die Knochen, dann kämpft er mit den Knochen, mit den Wolverine-Knochen gegen die TVA. Also den fand ich super, wie gesagt, auch bei einigen anderen Stellen Hammer. Da ist jetzt wieder nur die Frage,
Ist das was für Peter und für Gudrun aus Euskirchen? Kommen die zurück ins MCU dadurch? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Petra und können Gudrun uns auch einfach mal am Abend besuchen. Genau. Peter und Gudrun, glaube ich, können diesen Film aber auch ohne, sag ich mal, es wird ja alles erklärt. Ja, und es sind genug Gags. Ja, ja. Also und es wird halt sehr, sehr viel. Ja, es wird ja sehr, sehr. Es wird sehr viel erklärt. Ja, aber ansonsten bist du komplett aufgeschmissen. Genau. Also, da musst du nicht mal hier Gudrun aus Düsseldorf sein, sondern. Also selbst ich komme ja bei vielen nicht mit und ich habe das alles gesehen und zwar mehrfach. Also ich kann mir das schon schwierig vorstellen im Zweifel. Und ich muss auch sagen, im Abspann, diese ganzen Fox-Szenen, das fand ich schön. Das fand ich wirklich schön. Ja, das war so richtig so ein kleiner Kussmund. Ja, da sind auch wirklich, ich meine, ich mach keinen Hehl draus, ich hasse Elektra. Elektra ist der dümmste Superheldenfilm. Und deswegen war es so lustig, dass sie das plötzlich auftaucht. Und auch noch den Ben Affleck-Gag damit reinzubringen, das ist der ist tot. Ja, aber ist nicht schlimm. Ich habe auch, sag mal, war das Ray Park wieder als Toad? Ja, ich weiß nicht, das habe ich nicht so ganz genau erkannt. Sabretooth war auf jeden Fall der gleiche. Sabretooth war der gleiche, ne? Ja, ja, ja. Aber bei Ray Park, den haben sie ja nicht so genug gezeigt, deswegen weiß ich nicht, ob ich habe seinen Namen im Credits gesehen. Ich dachte so, dann hätte ich ihn. Ich meine, das ist auch das 25 Jahre her, ne? Ja. Also, wie gesagt, so rein von diesen ganzen Easter Eggs und was weiß ich, ist es wirklich brutal. Da ist viel los. Ja. Gut, wir machen kurz einen Break. Spoilerende. Und es gibt aber noch mehr im Kino oder halt in Streamingdiensten, falls ihr ja wirklich so gar kein Interesse an Deadpool und Wolverine habt. Mit dem können wir euch hoffentlich gleich. Dann seid ihr bestimmt noch dran geblieben. Ja, gut, aber was soll man sagen? Es ist der große, ist ja immer der große. Nein, ist auch völlig richtig. Also, um Gottes Willen, in dieser Woche, also. Ja, ja, und also, ich finde, es ist auch wert, dass man darüber. Es kommt ja sonst auch wirklich nicht übermäßig viel. Wir machen kurz einen Break und dann gibt's gleich noch ein paar andere Filmempfehlungen. Da sind wir wieder zurück und ja, wir haben noch ein bisschen was im Gepäck für Leute, die vielleicht überhaupt kein Interesse an Deadpool und Wolverine haben. Aber ja, es wird nicht unbedingt nur leichte Kost. Unter anderem gibt's eine Wiederaufführung von Wim Wenders Paris, Texas über einen Wüstenkaff, in dem plötzlich ein Mann mit Anzug und Baseballkappe auftaucht, der wenig spricht, aber fest überzeugt ist, in diesem Wüstenkaff seine Familie zu finden. Und ja, daraus entsteht ein, ich sag jetzt mal so schön, poetischer Film. Goldene Palme in Cannes gewonnen damals, Wenders auf die Karte gesetzt, international. Viele coole Leute dabei, Natasha Kinski, Harry Dean Stanton und so, Dean Stockwell, stechen alle irgendwie ein bisschen raus. Aber wie krass gerade, also wie gut der aussieht, ne? Restauriert wurde. Also es gab, also sorry, das sind das Szenen, ja so ein bisschen erkennst du es, aber jetzt die ersten Szenen, auch von der Landschaft, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der 40 Jahre alt ist. Da sieht man schon wieder so ein bisschen, aber eher an der. Aber stark. Ja. Cool. Also, wer den Film noch nicht gesehen hat, in der Restauration, auf der großen Kinoleinwand, ich glaube, das ist eine schöne Gelegenheit, sich den Film mal zu geben, wenn man halt Lust hat auf so ein bisschen. Sam Shepard hat das Drehbuch geschrieben. Krass, ja, auch ein guter Mann. Auf ein bisschen ruhigen Film. So. Noch ein bisschen finsterer oder ernster wird es mit Die Ermittlungen. Und vor allem, es wird auch sehr viel länger. Das ist ein Drama basierend auf einem Theaterstück. Man sieht es auch anhand der Bilder, dass es schon sehr theaterhaft ist. Es ist einfach eine, wie soll man sagen, minutiöse Aufarbeitung der Auschwitz-Prozesse mit sehr vielen Leuten. Hier kommen unter anderem 28 Zeugen, 39 Zeitzeugen, Geschworene, Richter und so weiter. Genau, 39 Zeugen, 28 Menschen, die irgendwie miterlebt haben, was in Auschwitz passiert ist und so weiter. Es wird alles sehr nüchtern und trocken geschildert, aber soll dadurch einen nochmal neuen Schrecken entwickeln. Es ist halt die Frage, ob man sich halt wirklich 240 Minuten darauf einlassen kann oder möchte. Aber ich muss sagen, ich werde mir dieses Projekt eines Tages auf jeden Fall auf die Liste setzen, so, weil ich bin gespannt, was da zu sehen ist, wie es gespielt ist und was gemacht wird. So. Und es gibt wohl noch eine kürzere Fassung, aber die ist trotzdem, also die kürzere Fassung ist trotzdem 3 Stunden lang. Aber also gerade wenn man jetzt die Premierenbilder gesehen hat, war ja offensichtlich von mehreren Förderern Geld bekommen. Es gab also mehrere Premiere. Ich glaube, Filmfest München war. Dann gab es eine NRW-Premiere, es gab eine Berlin-Premiere. Und es ist auf jeden Fall gefühlt alles, was in Deutschland Schauspielern kann und einen Namen hat, ist mit drin. Aber ja, bei so vielen Leuten, die du auch brauchst, waren auf jeden Fall große, große Cast-Foto-Calls. Ja. Ja, wie gesagt, mich interessiert die Herangehensweise, mich interessiert, wie das alles inszeniert ist und vor allem bin ich gespannt, wie sich das halt trägt über 240 Minuten, weil ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann halt einfach nur da sitzt und sich denkt, Alter, das kann doch alles nicht wahr sein. Wie lang war denn die Wannsee-Konferenz? Die Wannsee-Konferenz, der Film? Ja. Oh, der ist vielleicht 2 Stunden oder so, der ist nicht so lang.
Trägt sich das da? Ich erinnere mich gar nicht. Ja, ja. Also den kann ich auch empfehlen, den fand ich gut. Mhm. Also ich bin ja tatsächlich ein Fan von, wenn es konsequent als Theater, also dass du da siehst, dass es ein Theaterstück ist, aber du trotzdem filmisch das so machst, dass du im Theater, gefühlt im Theater bist, aber trotzdem nicht nur ein Theaterstück abfilmst. Also so wie dies so grade? Wie das, also ich finde das, also das macht mich, also es interessiert mich auf jeden Fall. Ich finde das auch visuell ziemlich interessant. So, also ja, ich bei, interessiert mich jetzt mehr, als würde ich das 4 Stunden in einem voll ausgestatteten Gerichtssaal. Bin ich bei dir, ja. Ja. Und dann haben wir noch was Leichtes, den habe ich noch nicht gesehen, aber der interessiert mich tatsächlich, weil ich mag ziemlich viele Beteiligten in diesem Film. 2:1 heißt er und handelt, ja, von der Wende. In einem kleinen Kaff stellen ein paar Leute fest, ey, da fahren aber ganz schön viele Lastwagen durch die Gegend. Und was machen die denn hier? Und sie finden heraus über einen ehemaligen oder noch NVA-Mann, finden sie heraus, dass diesen Lastwagen das DDR-Geld sich befindet, das in eine unterirdische Anlage gebracht werden soll. Und sie versuchen jetzt quasi in diese unterirdische Anlage einzudringen, um das DDR-Geld eben 2:1 gegen die D-Mark zu tauschen, weil das damals halt der Kurs war, 2:1. Und von dieser Zeit soll dieser Film berichten mit Sandra Hüller, Roland Zehrfeld und noch ein paar anderen. Auch Leute. Richtig groß, ne? Der läuft irgendwie in über 450 Kinos. Also ich habe auch total Bock, musst du sagen, das hässlichste Filmplakat der letzten 100 Jahre. Das Plakat finde ich auch nicht wirklich ansprechend, so, aber ich mag die Geschichte, weil die voll wirklich auf eine Wahrheit. Also auch nur Positives gehört, tolle Reaktionen und würde es mir freuen für den deutschen Markt, weil es gab ja bislang fast nichts Größeres Deutsches dieses Jahr. Sonnenbeton war letztes Jahr? War ja, also auf jeden Fall. Also bis auf 1 Million Minuten und Chantal. Wochenende-Rebellen war letztes Jahr im September. Auch letztes Jahr, ja. Okay. Chantal ist richtig durchgestartet. Naja, im Vergleich zu den anderen Filmen auch nicht so wirklich. Also mit 2,7 ist das natürlich erstmal, dass man sagen kann, cool, ein deutscher Film 2,7. Kann aber relativ sicher sein, dass nach den Fuck You Goethe-Filmen man mit mehr gerechnet hat. Ja. Ist Ottos Film immer noch in den Top 3? Ja. Aber ich meine, der erfolgreichste hier ist ja immer noch Dschungelbuch, ne? Also das wird auch, glaube ich, so schnell keiner anreichen. Also mit den Wiederaufnahmen irgendwie 25 Millionen. Ja, also der hat so eine hohe Zuschauerzahl. Ja, also anders, Chantal ist ein gutes Ergebnis für einen deutschen Film, aber ich bin mir sicher für das Franchise, dass man sich mehr erhofft hat als 2,7. Hm, ja. Okay. Aber wie gesagt, 2:1 habe ich ein bisschen Bock drauf. Den werde ich mal voll. Nee, ich seh immer nur das Poster und denke mir immer nur, Mensch, ich würde, wenn das Poster spricht halt so gar nicht an, also wenn du deine Outdoor-Kampagne ich eigentlich immer nur weggucken will, ist halt schade. Ja. So, 2:1. Dann gibt's noch ein paar Streaming- und Mediathekentipps. Ja. Oh. Ja. Okay. Ich würde mit den Mediathekentipps zuerst machen, weil das sind alles Dinge, die haben wir alle schon gesehen und haben wir schon irgendwie alle groß besprochen. Unter anderem gibt's in der Arte-Mediathek ganz frisch Borg McEnroe oder Borg vs. McEnroe. Shia LaBeouf spielt John McEnroe, der hier gegen Björn Borg bei Wimbledon, glaube ich, antritt. Ey, wirklich, ich muss sagen, hat mich überrascht. Ich fand den cool. Mhm. Ich mochte den. Also auch Shia LaBeouf als McEnroe. Das muss man auch erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen. Und das war irgendwie, das hat Spaß gemacht, zuzuschauen so. Ja, ich fand, das war ein schönes Duell. Hat mich ein bisschen an Rush erinnert, halt nur mit Tennis. Ja. Ja. Dann haben wir einen Klassiker in der Tele5-Mediathek. Halloween, die Nacht des Grauens. Der große Schlitzer-Klassiker von John Carpenter über einen Mann in einer weißen Maske, die aussieht wie die Captain Kirk. Und damit durch Haddonfield zieht und dann Halloween quasi mehrere Menschen umbringt. Sollte man mal gesehen haben in seinem Leben. Finde ich immer wieder wichtig. Den daneben sollte man definitiv auch gesehen haben. Genau, da haben wir einen deutschen Oscar-Preisträger, glaube ich. Die Blechtrommel von Volker Schlöndorff über einen kleinen Jungen, der Oscar heißt und mit 3 Jahren, glaube ich, beschließt, nicht mehr wachsen zu wollen. Und seinen Unmut über die Welt und auch die aufkommende Nazi-Herrschaft immer mit seiner Blechtrommel zum Ausdruck bringt. Ist es Volker Schlöndorff? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich habe den, der hatte ja schon vor einigen Jahren, hatte der sein Jubiläum oder sein Geburtstag, da habe ich den noch mal gesehen in der restaurierten Fassung. Ey, in der Film ist schon ganz schön herber Film. Ich mag den, ich finde den wirklich gut, ey. Das ist zwar ein tristes, so schief und schräg manchmal, ne? Genau, das ist zwar ein tristes und schiefes und Deutschland, was der zeigt. Kleine, so. Also der junge Hauptdarsteller, ganz, boah. David Bennett. Ja, oh. Ja, ist ein bisschen spooky, ne? Ja. Ja. Aber ey, wirklich, ich gucke den Film sehr, sehr gerne und alle Jahre mal gerne wieder. Gibt tolle Szenen und tolle Momente in diesem Film. Und auch wenn ich nicht der größte Günter Grass-Fan von den Büchern her bin, ich wurde gezwungen, in der Schule einige zu lesen, die mir nicht so zugesagt haben, kann ich auf den Film, lasse ich nichts kommen, den finde ich echt stark. Ich würde übrigens gerne mal Bücher aus der Schulzeit, die ich nicht lesen wollte, jetzt mal freiwillig lesen, weil ich glaube, dass ganz viel mit der Unfreiwilligkeit zu tun hat. 100%, ja. Glaube ich auch. Habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ich ganz auch. Oft im Fall.
Dann haben wir noch The Wave, einen norwegischen Katastrophenfilm. Ah, das war schön, als ich den damals gesehen habe. Total Überraschung. Den gibt's in der ZDF-Mediathek über, ja, das droht ein großer Felsbrocken in einem Fjord runterzukrachen und die Flutwelle, die er dadurch auslöst, ja, ist verheerend für alles, was in diesem Fjord folgt. Und das ist etwas, was schon x-mal auch tatsächlich passiert ist. Ne? Genau. Und ey, für eine europäische Produktion, muss man sagen, ist der ordentlich getrickst. Ja, der hat vor allem, der weckt vernünftige Gefühle. Die richtigen Gefühle. So. Mhm. Das, der sieht vielleicht... Der sieht ganz gut aus, nicht immer, aber Wasser ist ja, wie wir wissen, auch nicht immer einfach. Aber da gibt's diverse Sequenzen, wo ich echt damals beim ersten Mal gucken dachte, so, ne, wenn sie dann mit dem Auto an der Straße stehen, im Stau stehen, da kommt die Welle auf einmal an. Ja, ja. Ich, das ist echt also schon ganz gut. Ich muss auch sagen, ich war überrascht. Ich mag ja sowas. Wie der voll, Wasser nur, also gerade Wasser weiß ich selber durch die, weil ich aus Erftstadt ursprünglich komme, wurde vor 3 Jahren auch alles unter Wasser stand und komme aus dem Eindorf weiter, wo alles weggebrochen ist. Oh. Alles fein, hab da selber auch keinen super persönlichen Bezug, ist alles gut, aber das, seitdem merke ich, wenn es um Wasser geht und ich auch noch weiß, dass genau auf der Straße, wo ich immer lang gefahren bin, ich nur Bilder von Freunden bekommen habe, die innerhalb von Minuten das Wasser Meter hoch stand. Seitdem habe ich bei Wasser, bei Film einen anderen Bezug, obwohl ich es nicht mal selber erlebt habe. Mhm. Aber nur. Du nimmst es ernster quasi. Ich nehme es ernster, beziehungsweise ich habe einfach ein anderes Gefühl und es kommt. Mulmige, halt, ne? Ja, es ist mulmiger und es kommen halt direkt so Erinnerungen hoch. Ich weiß nur, wie meine Schwester mir schickt, wie sieht es in Köln aus, weil da hat es ja auch, es hat ja. Man muss ja so vorstellen, es hat so geregnet, wenn man normalerweise so eine krasse Schauer hat, die geht ja so 5 Minuten, da waren es halt 24 Stunden und ich bekomme halt nur Bilder und weiß halt nur, Dominik, langsam kriege ich Angst und sehe halt nur, wie einfach Meter hoch das Wasser aus den Gullis hochstreckt. Deswegen, wenn du sagst, dass die, also das Bild kommt jetzt direkt, ist total unwichtig, das gerade zu erzählen. Was hast du noch nicht gesehen? Ich habe den noch nicht gesehen und wenn du mir von diesem Bild erzählst, Straße und da kommt Wasser, ich krieg, also nur das Erzählen kriege ich schon... Boah. Aber es ist wirklich... Ist gut. Ja, nee, glaube ich. Ja, und dann gibt's noch einen richtigen Klassiker in der Dreisat-Mediathek. Es geschah am helllichten Tag mit Heinz Rühmann und Gerd Fröbe. Heinz Rühmann spielt einen Polizisten, der, ja, die den Mordfall an einem kleinen Mädchen versucht zu ermitteln. Das Dürrenmatt, ist das das Verbrechen? Genau. Und sogar seine Karriere dafür aufs Spiel setzt. Er quartiert sich irgendwann mal in eine Tankstelle ein, weil er halt einen gewissen Verdacht hat. Und er nimmt sogar eine junge Mutter mit ihrer Tochter bei sich auf, um die Tochter dann als Lockvogel zu benutzen, um eben den Verbrecher zur Strecke zu bringen. Wem das jetzt vertraut vorkommt, es gibt tatsächlich noch einen Film mit Jack Nicholson, der genau die gleiche Geschichte erzählt. Ja, der ist ein bisschen moderner. Hier haben wir quasi den Klassiker mit eben Gerd Fröbe und Heinz Rühmann. Und wegen dieses Films wurde Gerd Fröbe zu James Bond eingekauft. Genau. Also, ja. Toller der Film. Ist auch ein bisschen eklig, ne? Ja, der hat so eine kleine Handpuppe, mit der er quasi die Kinder ein bisschen versucht. Fröbe ist so furchteinflößend. Aber krass, also allgemein krasses Buch, krasse Geschichte. Ja. Ja. Aber eine schöne Reihe hier. Ja, sollte man mal gesehen haben. Ja, Mediatheken sind wieder echt ein Quell guter, sag ich mal, Abwechslung. Und weil wir es gerade hatten, 5 gute Poster. Ja. Ja, Schlechtrommel gibt's bessere, aber ja. Ansonsten ja, finde ich auch. Machen. Ja. So, damit wären wir beim Streaming. So, da haken wir erstmal ab, was wir schon ein paar Mal besprochen haben. Unter anderem Megan, die schlimmste Tante der Welt, die zufällig auch für eine Spielzeugfirma arbeitet, entschließt sich dazu, ihre Tochter, ihre Nichte, die sie halt quasi bei sich aufnehmen musste, nachdem deren Eltern gestorben sind, mit einem experimentellen Spielzeug zusammenzubringen, nämlich eine Androidenpuppe. Was kann schiefgehen? Ja, was kann schiefgehen? Genau. Vor allen Dingen, ich meine, wenn man sie sich anschaut, hat man auch direkt, also sofort Vertrauen. Aber komm, in die Augen kannst du dich doch verlieren, oder? Absolut. Ich finde, die Augen sagen mir eigentlich schon, ich werde dich heute noch töten. Ja. Also. Und heute. Heute noch. Ja, also, ich muss sagen, die Tricks mit der Puppe, also mit dem Mädchen, diese drei Darstellerinnen, die da, oder das, die animatronische Puppe und die zwei Darstellerinnen, die das quasi ergeben, fand ich cool. Ich hätte mir gern Heather gewünscht, muss ich sagen. So. Und am Ende erzählt der Film leider auch nicht viel mehr als wie alle die Chucky-Filme schon erzählt haben. Ne? War aber erfolgreich. Teil 2 kommt nächstes Jahr. Teil 2 kommt tatsächlich? Nächstes. Ja, ja. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass der erfolgreich gewesen ist. Ein Film, der nicht so erfolgreich gewesen ist und der auch eher abgestraft wird, aber ich mag den irgendwie. Oh, was? Bodies? Ja. Was? Der ist doch gut. Nö, der wird von vielen Leuten echt nicht gemocht. Och, komm. Ja. Das ist doch ganz drollig. Ich hab da Ach, echt Leute. Spaß mit gehabt. Ich hab da Spaß mit gehabt. Ich auch. Obwohl das nicht meine Welt ist, weil das ist ja offensichtlich für 16- bis 22-Jährige gemacht, weil das ist in der Welt. Das war auch damals so der Gedanke daran, aber
Vielleicht haben sie sich in der Kampagne einfach zu sehr an dieser Zielgruppe angebiedert, dass sie sagen, okay, da wollen sehr alte Menschen cool sein. Aber man muss so halt vom Gefühl von der Kampagne. Ja, kann sein, so aber wie der eine Darsteller. Ja, man muss halt auch sagen, es ist aber am Ende des Tages nicht mehr als eine gefühlte Twitter-Diskussion irgendwelcher Gen Z-Menschen. Ja. Ja, aber ich meine, aber ich auch muss die Auflösung sagen, ist doch witzig. Also, ja, ich hatte Spaß. Ich fand die Leute cool. Da sind coole Leute dabei. Wie heißt denn der Typ, der den älteren Freund spielt? Lee Pace. Genau. Dass der da drin ist, finde ich auch toll. Ich mag den ja total. Dass der aus The Fall oder hier Roland. Ich kenne ihn aus dieser Halt X, na, diese Computerserie. Ja. Und Foundation spielt er auch mit. Richtig. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber ich mochte den. Rachel Zemnod hier, Amanda Stenberg hier, Pete Davidson, waren schon ein paar coole Leute dabei. Ja. So, dann die koreanische Antwort auf Bud Spencer ist jetzt auch im Streamingdienst. The Roundup No Way Out ist der dritte Film. Roundup Punishment ist der vierte, der kommt erst demnächst. Aber das ist der dritte Film, der ist ein bisschen anders. Ich glaube, das soll, wenn ich es richtig verstanden habe, soll der eigentlich vor zumindest einem der beiden Vorgängerfilme spielen, weil hier sehen wir Inspektor Ma, der bei einer anderen Abteilung ist und jetzt auch international agiert und muss sich jetzt halt mit Triaden, mit Yakuza und korrupten Cops rumprügeln. Und das ist mit Don Lee oder Madon Siok in der Hauptrolle wie immer ein großer Spaß. Klingt wie Plattfuß auf Koreanisch. Es ist Plattfuß auf Koreanisch. Aber er ist auch so geil. Den kennt man auch aus 1000 Filmen, ne? Train to Busan, kennst du ihn? Ach ja, okay. Zum Beispiel. Finde ich super Typ, ey. Ja. Und halt, ich kann alle Roundup-Filme. Der erste Film, der hieß noch The Outlaws. Dann gab's The Roundup. Dann gab's The Roundup No Way Out. Und in dem Film wird schon auch der vierte Film angeteased, der Roundup Punishment heißt. Okay, hat er denn so einen Fun-Vibe oder ist es eher? Der hat einen Fun-Vibe. Weil Clubhouse ist ja auch so halbwegs ernst, halbwegs klar. Der hat einen Fun-Vibe. Also manchmal kommen so, hey, I like this car. It's an SUV. No, you mean SUV. So, weißt du, also der hat schon so seinen Tumpheitshumor. Er gibt aber ordentlich auf die Fresse. Und abseits von Inspektor Ma und seinen Kollegen, die immer so ein bisschen dullig und ein bisschen albern und ein bisschen quatschig sind, ist er schon recht heftig. Okay. Ja, also der ist ja wirklich schon recht heftig. Aber sie werden alle ihrer gerechten Strafe zugeführt und kriegen halt Dampfhammer. Ich bin ja Typ für Gerechtigkeit. Also ist das auch ein Film vom Dampfhammerschelle für Gerechtigkeit bin ich immer für dich. Ich mag das. Also wenn er da irgendwelche Schläge loslässt, die wirken, als würde sich jetzt gerade die Wirbelsäule aus dem Körper verschieben, so, dann ist das halt einfach genau das, was ich sehen will. Ja. Okay, guck mal rein. Dann ein Spätwerk. Kam auch nicht wirklich gut weg, aber mein Herz schlägt für diesen Film, weil ich finde, wenn man sowas wie Nobody oder Peppermint oder Death Sentence oder weiß ich nicht, wie all die anderen Rachereißer heißen, Bolt, Salt, Polar, was weiß ich. Also diese ganzen Rachereißer aus der zweiten Reihe, ich muss sagen, da reiht sich Silent Night, Stumme Rache von John Woo. Im Film, der ja ohne Dialog, ohne Worte. Ohne Worte kommt. Ach so, das ist keine Fortsetzung von diesem anderen Film, deshalb. Nein. Hier geht's um einen jungen Mann, dessen kleiner Sohn wurde. Das ist eine erwachsene Version von Robots. Wie hieß denn der jetzt noch? Ganz ehrlich, Dominik, wenn du einen Gag machen willst, dann bereit ihn vernünftig. Willkommen in meiner Welt. Robot Dreams. So Robot war der auch. Hi. Ja, also verpackt. er wird bei einer Schießerei verletzt, kann nicht mehr sprechen. Sein Sohn wird getötet, er schwört Rache, die Frau sagt sich von ihm los und er trainiert, um dann halt zur Rache zu schreiten. Ey, so einfach ist es. Und es ist natürlich nicht wie die alten Klassiker und großen Meisterwerke eines John Woo, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz blitzt auch hier vor allem im Finale die Klasse von Wu durch. Und das ist etwas, was mich halt einfach freut, weil ich das sehr lange nicht mehr irgendwie von ihm gesehen habe. So, Joel Kinnaman als stummer Rächer macht's meiner Ansicht nach in Ordnung. So, ist nicht besser oder schlechter als eben all die Filme, die ich jetzt auch aufgezählt habe. So, dementsprechend, hey, wenn man wirklich immer nur von Hardboil und The Killer und Bullet in the Head ausgeht, dann ist es eine Enttäuschung, keine Frage. Dafür ist der Film auch nicht stark genug oder so. Und man muss auch mit dem Theatralischen und Melodramatischen, was in dem Film auch auftaucht, klarkommen. Aber ich war froh, den Film nach so langer Zeit mit so vielen Zutaten, die ich halt an dem Mann schätzen gelernt habe, wiedersehen zu können. Das heißt, das ist auch ein aktuellerer Film? Ist ein aktueller Film. Der kam letztes Jahr, Ende des letzten Jahres ins Kino, aber hat ebenfalls in Deutschland gar nicht funktioniert. Gar nicht. Und hätte ich auch nicht erwartet. Wie gesagt, das ist kein guter Film. Das ist maximal Durchschnitt. So. Aber mich freut es. Also eigentlich ein DVD-Release, den hätte man eigentlich nicht ins Kino gebraucht. Genau, hätte eigentlich nicht ins Kino gebraucht. Ja. Wenn der auf DVD oder in Streamingdienst gekommen wäre, wäre es vollkommen in Ordnung gewesen. Okay. Ja, und ein Film, der es international ins Kino geschafft hat, aber hierzulande bei uns nur auf Amazon Prime erscheint, ist der neue Film von Guy Ritchie.
The Ministry. Der sollte ursprünglich kommen. Universal hatte den meines Wissens nach eigentlich. Ich meine auch. Der steht in Theaters April 19th. Der war auch für Deutschland terminiert. Terminiert, aber er ist bei uns nie ins Kino gekommen. Er war international in Amerika und so, also war er im Kino. Hat aber in Amerika auch nicht viel gemacht. So, ist leider da schon recht gefloppt. Ist aber tatsächlich. Ist auch, das, was man denkt, was man kriegt? Es ist Guy Ritchies Inglourious Sailors. Das dachte ich. Ja? Mhm. Also, es ist einfach, die Inglourious Basterds sind diesmal jetzt Seeleute, beziehungsweise müssen halt auf dem Meer agieren. Es geht darum, dass man die deutsche U-Boot-Flotte, dezimieren oder die Versorgung der deutschen U-Boote abschneiden möchte. Dafür muss man sich halt in so eine kleine spanische Küstenstadt oder Inselstadt einschleichen, weil dort liegen unter anderem drei Schiffe, die halt diesen Nachschub für die deutschen U-Boote gewährleisten. Und die soll jetzt halt Henry Cavills Figur im Auftrag von Winston Churchill, aber natürlich streng geheim und unter dem Radar und halt auch verborgen vor den eigentlichen englischen Truppen, sollen das jetzt durchführen. Und dafür sammelt er halt ein Team von Verrückten zusammen. Und die müssen quasi eben die Bomben legen oder halt irgendwelche Leute, sag ich mal, täuschen und so weiter und so fort. Ja. Also genau das, was man erwarten würde. Genau. Wenn Guy Ritchie so einen Film dreht. Naja, und man muss aber halt gewisse Abstriche machen, dort, wo wir halt mit Tarantino und wo Tarantino halt Christoph Waltz hatte, hat Guy Ritchie halt Til Schweiger. Oh nein, echt? Ja. Aber Til Schweiger, muss ich dann gleich auf der anderen Seite wieder sagen, spielt hier das Beste, was er seit langem gespielt hat. Wie der Nazi? Er spielt einen Nazi. Ach nee. Er spielt den Oberkommandant dieser Insel. Oder dieses. Tut mir für ihn schon wieder ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ja, aber er hat deutlich mehr, sag ich mal, spielerisch zu tun als sein typisches Knautschgesicht. So. Ist er witzig gefährlich? Ja, nee, er ist weder gefährlich noch witzig. So, er ist halt einfach irgendwie ein bisschen irgendwas, keine Ahnung. Also man merkt hier, hier sollte ein zweiter Hans Lander entstehen. Mhm. Aber Lanzhander. Ja. Aber es ist er halt ist nicht. Eher Lanzhander dann. Und ich kann mir nur vorstellen, bei Universal dieses Jahr ja so viele Mittelware relativ schnell, würde fast schon sagen, lieblos ins Kino bringen musste, auf jeden Fall gebracht hat, dass die einfach gesagt haben, wir werden jetzt mehr davon haben, bevor wir einen Cent da jetzt noch ausgeben. Geld mit. Ich habe nicht eine Sekunde Promotion davon gesehen. Nein, es gab ja, also. Du machst halt jetzt, wenn du Prime Video dann anmachst, ab heute. Dann wird ich hab heute schon auf der Startseite. Dann wird er auf der Startseite sein und das ist dann die Promo. Und wow. Das wow. Okay. Ja, oder es war noch die Geschichte The Magical Negroes weg. Ach ja, genau. Dieser Frankenstein weg. Der mit Kill Bill, Madame, Uma Thurman und Dingens, dieser Killer-Film. Auch weg. Es waren relativ viele Filme, die sie auch bei der Filmmesse wiederum in München angekündigt haben, die alle mit 100, 200 Kopien, ohne Promo, ohne alles, gar nicht funktioniert haben. Wow. Und dann kann ich mir vorstellen, dass, wenn du das 4 oder 5 Mal machst und merkst, nee, selbst dein TVQ, so heißt es ja, wenn man eigentlich Filme nur für, also in 100 Kinos bringt ungefähr, damit man das Recht hat, den als die Fernsehrechte zu verkaufen, damit es heißt, es war ja ein Kinofilm. Aus 100 Leinwände 100, dafür? Ungefähr 100 Leinwände oder je nachdem, was TVQ? Die Regeln sind. TVQ, TV Qualifier. Heißt das. Und das macht halt, deswegen gab es immer mal wieder, gerade zum Beispiel Sony hat das auch oft das gemacht, oder 20th Century Fox, dass Filme, wo man eigentlich wusste, okay, das ist ein sehr amerikanisches Thema, aber wir haben halt den großen TV-Deal, deswegen bringen wir die noch in kleinere, oder in 100 Kinos oder 120, haben jetzt aber nicht das überkrasse Marketingbudget, also auch nicht bei null. Mhm. Aber das kann halt trotzdem nicht aufgehen, wenn halt gar keiner kommt. Und das könnte ich mir in der reinen Theorie vorstellen, dass das hier war, hey, komm, wir kriegen eh direkt Geld, lass uns den noch in Deutschland. Muss ich aber ehrlich sagen, verstehe ich nicht, weil sie haben unter anderem Filme wie Argyle ins Kino gebracht. Und ich finde, ja, sie nähern sich optisch so vom ganzen Auftreten her, der Ministry und Argyle. Ja, aber da muss ich sagen, da vermittelt der Ministry doch mehr Charme und sieht auch stellenweise doch besser aus und ist auch besser getrickst. So. Macht er denn Spaß? So, du, ich meine, Ritchie-Filme haben ja das Potenzial, Spaß zu machen, nicht immer. Mhm. Ne? Obwohl er meistens immer den gleichen Ton trifft, seit Ende der 90er, seit dem ersten Lockstock-Dingsbums. Du weißt, was du bekommst und
Es passiert selten, dass das so schief geht, dass es überhaupt keinen Spaß macht. Zumindest, oder sagen wir nicht Spaß macht, dass es ein bisschen unterhält. Nee, also ich finde schon, es gibt hier mehrere Phasen, da überträgt sich der Spaß, den die Beteiligten am Set hatten, weil das merkt man denen an. Kann ich mir vorstellen, dass das lustige und nette Dreharbeiten waren. Mhm. Der überträgt sich dann auch sowohl auf den Film als auch auf den Zuschauer, fand ich. Also da waren Passagen drin, wo ich dachte, ja, das ist lustig, das ist funny. Das ist genau das, was ich sehen will. Ich muss leider sagen, was mich so ein bisschen gestört hat, bei Tarantino hattest du halt in den Glorious Bastards immer noch eine gewisse Gefahr. Mhm. Ja, allein schon durch Hans Lander. Also da war eine gewisse Bedrohung, da hattest du schon so das Gefühl, okay, da steht was auf dem Spiel. Wenn die geschnappt werden, dann wird's wirklich mies für die. Oder beziehungsweise, wenn dich irgendwie ein Hans Lander in die Finger kriegt, dann ist es echt scheiße. So. Ich finde, das schafft der Film nicht. Der Film schafft nicht so wirklich eine richtige Gefahrensituation. Es läuft alles sehr leicht. Ich finde auch die Entscheidung von Ritchie, da sämtliche Waffen mit irgendwelchen Schalldämpfern auszustatten, die halt wirklich leise sind, im Zweiten Weltkrieg ist sie quatschig so. Mhm. Ja? Und dann ballern die alle aus der Hüfte. Und du denkst dir halt so, da hast du es. Das ist ein Film, in dem aus der Hüfte geschossen wird. Genau. So, ja. Damit hast du alles, okay, so ein Film ist das. Das ist genau, das ist so ein Film. Also, da machst du doch einfach direkt. Genau, also da muss man nicht weiter mehr erklären. Nein, aber und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es kann ja auch von Amerika vom Studio gesagt worden sein, oder dass man sagt, hey, wir haben jetzt, finden jetzt gerade gar keinen richtigen Slot, wir haben gar keine Zeit, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass gerade die Filme nicht funktionieren, und wir setzen jetzt viel auf in unser Team auf Wicked, auf Speak No Evil, auf was da eben noch im Slate dieses Jahr ist, und sagst dann, komm, bevor wir da jetzt zu viel Zeit investieren, weil die schießen ja die ganze Zeit aus der Hüfte, dann soll er auch nur aus der Hüfte auf Prime landen. Aber ich meine, guck mal, du hast einen Henry Cavill in der Hauptrolle. Und dann hast du einen Alan Ritchson, der jetzt auch. Ja, aber hey, Uma Thurman, Samuel Jackson, also bei so vielen Filmen, wo du auch sagst, ja, da ist es. Ja, aber ich meine, Uma Thurman, Samuel Jackson. Ist halt noch ein bisschen. Muss ich sagen, ist schon wieder so ein bisschen. Die sind schon wieder, haben ihren. Also die große Phase ist da ja, jetzt auch vorbei. Schon 10 Jahre gefühlt vorbei. Aber in Henry Cavill ist gerade immer noch irgendwie in aller Munde. In Alan Ritchson ist jetzt gerade durch Fast and Furious nochmal eine ganz neue Zielgruppe gespült worden. So. Plus Isa Gonzalez und all die ganzen anderen Nasen, die noch mit da rumlaufen. So. Ich kann es mir nur erklären, dass du sagst, okay, wenn wir den rausbringen, dann müssen wir den richtig groß rausbringen. Glauben wir daran, aus welchen Gründen auch immer. Weil du brauchst ja, wenn, auf jeden Fall auch ein vernünftiges Budget, damit Leute das von mitbekommen, oder ist es für uns einfacher, den jetzt auf dem Service zu packen? Finde ich auch immer schade. Auf der anderen Seite, ja, für jetzt alle da, für alle da draußen, eigentlich ganz schön, wenn du jetzt in Deadpool warst und du kommst nach Hause, mach Prime an und du kannst ihn schauen. Er ist auch nicht unblutig so, und was ich auch schön fand, das sind doch einige deutsche Darsteller am Start, die hatten auch Deutsch reden, also es sind keine Engländer oder Amerikaner, die man genommen hat, die dann versuchen müssen oder Deutsch zu reden, so, deswegen fand ich auch ganz nett, aber es ist schon erschreckend, wie er sich an Inglourious Basterds abarbeitet. Yeah? So, ja, ja, ja. Oh. Also, es gibt einen eigenen Drei-Finger-Moment. Echt? Ja, ja, es gibt einen eigenen Drei-Finger-Moment. Es gibt auch eine, sag ich mal, wir sperren Leute in einen Raum ein, Sequenz und so weiter. Also, es ist schon, man merkt, dass da wirklich Inglourious Basterds eine sehr große Blaupause war. Aber, und dann kommt das Überraschende am Ende, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, also, nein, das ist kein Spoiler. Das Ganze basiert tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und dann fällt, jetzt mache ich mal einen Spoiler. Ein. Und dann fällt halt ein gewisser Name. Gleich zu Beginn, wenn Henry Cavill quasi in diesen geheimen Rat zu Winston Churchill zu der Besprechung geholt wird, nachdem mit Winston Churchill diesen Auftrag erteilt hat, wird dann halt so einen kleinen Rat geholt. Da sitzt dann Cary Elves. Hier der Isa Gonzalez, der schwarze Mann aus Dune auch, den er am Ende vom ersten Teil umbringt. Mhm. Und dann sitzt da noch so ein junger Mann, den Schauspieler, den habe ich glaube schon hier und da irgendwas gesehen, aber das ist auch egal. Ich kann den jetzt nicht so wirklich. Aber der sagt dann halt so, ja, und wer sind Sie? Ja, mein Name ist Ian Fleming. Ach nee, ach das ist sozusagen die Geschichte von Ian Fleming im Zweiten Weltkrieg. Oder darauf aufgeflanscht. Und halt, man merkt halt letztendlich, dass da so gewisse dann Figuren halt dann irgendwann zu einer Fusion werden, die dann halt die er ja alle kennengelernt hat, sprich, eigentlich sehen wir die Symbiose diverser Figuren, die er in seinem Leben getroffen hat. Aha. Das klingt schon wieder interessant, muss ich sagen. Ja. Da werden die Ziffern werden rot. Du wolltest doch noch einen Trailer gucken. Ja, genau, ich wollte noch einen Trailer gucken. Ja, ja. Das war's auch dann. Ich hoffe, das ist dann vielleicht ein schönes Ersatzprogramm oder ein Alternativprogramm für eben
falls man keinen Bock hat auf Deadpool. Und falls man es wirklich geschafft haben sollte, alles, was bislang da draußen war, bis zum heutigen Tag gesehen zu haben. Ansonsten, ab nächste Woche kommen ja auch wieder. Genau. Schönes. Jetzt machen wir noch kurz zwei kleine Veranstaltungs- oder zwei kleine Shoutouts. Ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, ist ein bisschen auch Werbung in eigener Sache. Vom 14. bis zum 17. November wird in Stuttgart wieder das Weird Weekender Festival stattfinden. Und die haben jetzt so eine kleine Kickstarter-Kampagne gestartet, mit der sie halt versuchen, das Festival noch ein bisschen größer zu machen, noch ein bisschen mehr anzubieten, noch ein bisschen zu erweitern vom Rahmenprogramm und so weiter und so fort. Cool. Und wenn da halt Leute, sag ich mal, sagen, sie haben Bock drauf. Und ich war letztes Jahr da, das war wirklich ein sehr schönes Festival. Ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich, dass du das Ich habe schöne Filme gesehen. Ich habe eine coole Zeit gehabt mit den Leuten dort. Ich hatte dann auch noch einen kleinen DJ-Gig da. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Soll dieses Jahr wieder so sein. Also ich werde wieder vor Ort sein in Stuttgart. Ich werde auch wieder, so wie es aussieht, auflegen. Dementsprechend. Und wir werden wahrscheinlich auch einen Film präsentieren dort. Mhm. Nämlich der liebe Stefan, einer der Veranstalter, hat es geschafft, Uro Tsukidoji aus der Versenkung zu holen. Legend of the Overfiend, ein uralter Anime, so eine Art Hentai-Horror mit Tentakelpenissen und was weiß ich, Monstern und Dimensionen und was weiß ich. Und da freue ich mich drauf, den dort vorzustellen, weil das ist einer der ersten Filme, die ich von diesem Manga-Label damals gesehen habe. Und der hat mir wirklich noch mal diesen entscheidenden Schub gegeben, zu sagen, wow, aus Japan kommen echt ein paar kranke Zeichentrickfilme. Ja, und ja, deswegen freue ich mich. Und ansonsten, ja, Messiah of Evil kommt noch und ein paar andere schöne Filme. Ich denke mal, sie werden wieder ein richtig schönes Programm zusammenstellen. Letztes Jahr habe ich echt ein paar schöne Sachen gesehen, unter anderem Rebel, diesen Film, der von den beiden Bad Boys-Regisseuren, die hier 3 und 4 gemacht haben. Das war zum Beispiel einer dieser Filme und so weiter und so fort. Also, die waren da, glaube ich, ne? Ich weiß, ich glaube, ja. Ich glaube, die waren ja. Auf jeden Fall, ja, vielleicht habt ihr ja Interesse, vielleicht schaut ihr mal vorbei und vielleicht wollt ihr das auch unterstützen. Und wenn ihr auch unterstützen könnt, dann müsst ihr mal einmal so auf den Close-Up von Dominik gehen, ja. Und Dominik, vielleicht kannst du kurz mal ein bisschen zur Seite gehen, dass man das Bild hinter dir ein bisschen besser sieht. Ich kann es auch einfach holen. Oder hol es mal kurz vor. Das hier? Ja, genau, das hier. Das Ganze einfach abheben. Nach oben, ja. Ja, falls ihr euch schon immer mal gewundert habt, woher dieses schicke Batman-Plakat herkommt, das hat ein netter junger Zuschauer von uns gemacht, der Pascal Ettrich. Der hat schon ein paar Motive hier uns geschickt. Und ich werde immer mal wieder gefragt, ey, wo habt ihr die Sachen her und so weiter. Und dann wollte ich einmal kurz die Gelegenheit, weil wir schon auf diesen Film gezeigt haben im Laufe der Sendung, wollte ich einmal kurz die Gelegenheit ergreifen und darauf hinzuweisen, googelt gerne nach Pascal Ettrich, der macht geilen Scheiß. Und dann macht er vielleicht ja auch irgendwas in der Art. Ettrich mit E oder mit Ä? E-T-T-R-I-C-H. Okay. Ah, sehr gut. Ja, sieht super aus, finde ich. Ja, E-T-T-R-I-C-H. Ich hoffe, ich hab's richtig aufgesprochen. So. Ich stell's mal hin. Ja, das reicht. Ja, stell's mal dahin, wir hängen gleich wieder auf. Ja, dann danke ich ihr beiden für eure Unterstützung, für den wirklich wundervollen Talk. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wir sind noch längst nicht am Ende. Wir werden gleich noch ein paar Trailer schauen, so wie es aussieht. Und ich habe noch ein kleines K.O.-Turnier mit euch in Pedo. Da bin ich sehr gespannt, was wir da quasi ermitteln werden. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, ich wünsche euch viel Spaß im Kino bei Deadpool und Wolverine oder eben auf der Couch mit allen anderen möglichen Filmen oder bei irgendwelchen anderen Filmen im Kino. Und vielen Dank fürs Einschalten, Unterstützen und auch beim nächsten Mal wieder vorbeischauen. Tschüss!